Jawohl, und während die ganze Welt noch total emotionalisiert ist vom, so wie ich gehört habe, weltbesten Weltendspiel der Weltmeisterschaft, was war denn das für ein Satz? Also gucken wir wieder auf die richtig wichtigen Dinge des Lebens. Willkommen beim Homeoffice, Ausgabe 292. Ich bin auch noch ganz wirklich emotionalisiert von diesem Ereignis. Ich habe es mir reingezogen, ich bin ganz ehrlich. Und da will man natürlich ein bisschen drüber sprechen am Anfang, aber. Natürlich wie gewohnt Sonntagabend, eure Runde vom Homeoffice. Habt euren Glühwein in der Hand, das bevorzugte Getränk eurer Wahl und tja, dann geht's los. Jawohl. Und einen schönen guten Abend nach Chemnitz und nach Leipzig. Hallo Jungs, es ist vollbracht. Katar ist Geschichte. Aber erstmal einen schönen vierten Advent an euch alle. Einen wunderschönen vierten Advent. Und da sehe ich mich jetzt gerade selber ohne brennende Kerzen. Das geht natürlich gar nicht. Guten Abend. Buenos dias, Argentina. Guten Tag, du schönes Land. Wie viele Ja, schönen Sterne guten haben Abend wir? euch allen hier. Also, Brasilien, Argentinien am Feiern. Mein Nachbar war neulich in Uruguay und ist über Argentinien zurückgeflogen, über Buenos Aires. Und er hat gesagt, die hatten da 40 Grad am Flughafen. Also, die haben jetzt richtig den dicksten Sommer, den es gibt. Und ich glaube, heute Nacht ist die Luft in Buenos Aires und dem Rest des Landes noch heißer wie sonst. Also, das war ja wirklich. Wir haben es uns gerade vor der Sendung. Wir haben nichts über Fußball geredet bisher. Wir müssen das jetzt kurz alles besprechen. Also, ein Freund von mir hat mich angerufen, kurz vorm Elfmeterschießen, hat gesagt: Robby, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss mit jemand reden. Guckst du auch? Und ich so: Ja, bleib dran. Leg jetzt bitte nicht auf. Ich habe es natürlich auch verfolgt, ja, bis knapp vor der 80. Minute. Dann dachte ich mir, ach ja, das Ding ist durch. Ja, widmest dich anderen Dingen. Ja. Und 5 Minuten später kam dann über unseren Chat hier, ja, wow, krass, krasses Spiel. So. Haben sie dich wieder zurück vom Bildschirm gezerrt? So. Na, da war der Fokus wieder weg. Ja, Ja, es ist super, be das beste Spiel dieser WM, ja, zum Finale. Sehr würdig. Glückwunsch. Argentinien. Ja, Glückwunsch, Messi, hat er seinen Traum jetzt doch erfüllt. Ja, und so ziemlich alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann, oder? am Ende, dieses Spiel hatte so unglaublich viele Geschichten, so, also rein sportlich so unfassbar. Und ich meine, dass am Ende so einer der größten oder der größte aller Zeiten dann auch so einen Titel holt, fair enough. Ja. Aber hey, ich meine, der junge Erbe, so Mbappé, hey, ich meine, ob man den mag oder nicht, spielt ja keine Rolle, aber als Sportler, Wahnsinn. Ich meine, der 23 schießt 3 Tore jetzt wieder im Endspiel, ist schon sein zweites Endspiel. Der hätte heute Doppelweltmeister werden können mit 23. Und Hat er nicht sogar 4 geschossen, unfassbar. ne? Bei Elfmeter? Ja, Elfmeterschießen, wenn das Tor ist, ist auch noch. Also echt, das spielt ja so viele Emotionen. Und es ist wirklich so, ey, ich meine, ich habe mir das eigentlich neutral angeschaut. Ich war auch schon in Argentinien. Ich war in Argentinien, das habe ich auch mal ihr euch erzählt. In so einem großen Fußballspiel, im Superclásico, La Bombonera, Boca Juniors, River Plate. Ich kenne diese argentinische Fußballkultur. Und die Menschen sind so emotional. Frankreich mache ich auch gerne, ein Land, wo ich gerne bin und so. Und eigentlich bin ich da neutral, weißt du, und dachte mir, schönen Sonntagnachmittag. Eigentlich ist es auch meine Siesta-Zeit, mein ganzer Biorhythmus sagt, hey, relax. Aber ey, dieses Spiel, und, ey, das hat ja einfach keine Ruhe gelassen. Also es ist einfach so ein unglaubliches Entertainment. Und tatsächlich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, du kannst dich dieser Emotionalität nicht entziehen. Also ohne, dass ich jetzt klar sagen könnte, für wen oder gegen wen. Ich bin einfach nur diese Emotionen, die da auf dem Platz noch während das Spiel läuft, irgendwie wirklich überspringen. Und das finde ich so krass. Und also in dem Sinne finde ich es auch irgendwie fast schon schade, so, ja, dass Katar so halt so manches mit ihrem großen Ziel Whitewashing, es hat funktioniert, weil also rein sportlich und von den Emotionen, auch wie es insgesamt so war, tolle Stadien und so weiter, das war schon ein voller Erfolg. Und das Spiel heute war vielleicht eines der besten Spiele in der Fußballgeschichte.
Ja, das haben die Kommentatoren auch gesagt. Ich bin auch eigentlich neutral, weil keiner von diesen Fußballmillionären wird jeweils mit mir ein Bier trinken gehen, weißt du? Also es kann einem total wurscht sein. Aber ich war irgendwie auf Seite von Argentinien, weil die Franzosen waren es gerade eben und jetzt nochmal und Doppelweltmeister. Messi hat es noch nie gewonnen, also war es mein Favorit irgendwie. Und ich hatte Herzklopfen, obwohl mir Fußball wirklich eigentlich nicht das Wichtigste ist. Und ich fand die Szenen danach fand ich interessant. Meine Lieblingsszene war, als der argentinische Trainer über die Bande, also hinterm Trainerhäuschen draufgeklettert, die Bande drüber und da stand seine ganze Familie, die Frau, die Kinder, die Oma, die haben ihn alle in Tränen umarmt und da ist mir die erste Träne runtergekullert, weil so dieser Druck, die da abfällt und es ist eigentlich vollkommen egal, was ein Fußballtrainer hat oder so, aber wenn man das so live empfindet und gleichzeitig mit dem Gedanken, dass da gerade hier, wie viele Zuschauer wird so ein WM-Endspiel haben, 1 Milliarde auf der ganzen Welt, oder? Also überleg mal, wenn da ein großer Teil der Menschheit alle momentan im gleichen Fokus ist, im gleichen Feld drin ist, das finde ich einfach, das macht irgendwas. Es gibt ja genügend Forschungen in diese Richtung, Global Consciousness Project und so, dass wenn eine große Gruppe von Menschen mit irgendeinem Gedanken beschäftigt ist oder andersrum, viele bekommen plötzlich einen Gedanken, weil irgendwas Großes passiert. Also da passiert schon etwas und natürlich will man in so einem großen Event den Schlusspunkt, den Schlussakkord dann auch nicht verpassen, obwohl es eigentlich irrelevant ist, ja, in unserem täglichen Alltag. Und also war wirklich, also puh, muss ich sagen, das war eine große Nummer, ja, so. Ja, absolut. War übrigens auch eine wunderbare Idee, das Endspiel auf 16 Uhr zu verlegen. Ja, wir hatten ja schon gehofft oder befürchtet, dass wir das jetzt hier live kommentieren müssen. Ja, stellt euch vor, dieses Spiel wäre 20 Uhr angepfiffen worden. Ja. Und Und mit Verlängerung. Das ging ja 3 Stunden. Ich meine, das 3 Stunden lang lief dieses Spiel. Also da ist deine Sendung kaputt so. Weil, wie gesagt, du kannst dem ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr entziehen, diesen Vibes. Ja, die sind so stark, wie es Robert gesagt hat. Ich dachte auch, ich gehe dann ganz gemütlich nochmal so um 18 Uhr mit den Hunden in den Wald und so. Und ich bin gerade vor ein paar Minuten erst zurückgekommen, weil wir nach dem Spiel dann erst in den Wald gegangen sind. Und nur da einen kurzen Satz dazu. Ich war wie in einer anderen Welt. Es ist stockdunkel, es ist bewölkt, aber trotzdem ist es irgendwie hell. Der ganze Schnee, der da liegt, 20 cm Schnee, -6 Grad haben wir hier gerade. Ich bin durch diesen Weg bin ich schon tausende Male gegangen. Ja? Ich wohne hier seit über 20 Jahren und ich bin diesen Weg an die Isar runter eigentlich täglich, weißt du, seit ich hier wohne. Aber es war wie eine Wunder, ich war wie eine Wunschlandschaft, wo so einfach nur dagestanden und geguckt und eigentlich so schade, dass dieser Zauber jetzt nicht über die Weihnachtszeit anhält. Jetzt ganz kurz das Wetter halt, ja. Ab morgen oder übermorgen kommt das Tauwetter. Pünktlich am Donnerstag, Freitag, Samstag kommen dann 12 Grad auf uns zu. Das fühlt sich dann an wie Frühling plötzlich wieder, ja. Ist es dann Föhn oder was? Föhnlage Ja, oder kann sein, aber ich habe es auf der App gelesen halt, ne? Ich weiß es nicht genau. Also wirklich auch dieser krasse Unterschied dann. Mein Auto ist eingefroren seit mehreren Tagen. Wir hatten in München diesen Eisregen vor 3 oder 4 Tagen und ich habe gestern, um mein Auto zu bewegen, 10 Minuten mit dem Föhn die Tür aufmachen müssen. Ja, mit dem Föhn und die Scheibe, weil Glaspanzer drauf war. Also es ist wirklich unvorstellbar, diese Winterlandschaft. Und ja, egal, ich will mich beim Wetter nicht so lange aufhalten. Es war jetzt nur so ein Eindruck von einer verzauberten Winterlandschaft, die dann doch irgendwie auch den Winter irgendwie so attraktiv macht. Und wie hat einer gesagt, wenn man in der Winterstille ganz leise ist und ganz genau hinhört, dann hört man das leise Schluchzen der Klimajünger. Also, das wollte ich nur noch mal. Habe ich vorhin gerade gelesen. Oder? Ich Egal. denke, jetzt kommt irgendwas, weißt du, besinnliches Weihnachten, Genau. so eine tiefe Weisheit, irgendein Bonmot aus dem 19. Nein, Jahrhundert gleich oder ein so. blöder Spruch am Anfang, ja. So muss das sein. Ja, apropos Klimajünger, da kommen wir ja dann so langsam in unsere Themen einsteigen. Aber vorweg noch eine ganz, ganz wichtige Nachricht, oder Robert? Das Genau. müssen wir unbedingt noch teilen und loswerden, denn Genau. die Polizei bittet um Mithilfe. Eine Ja. Meldung der Polizei aus Weisenhorn, nämlich Unbekannter reißt Zweige von Strauch ab. An einem Strauch in der Schulstraße in Pfaffenhofen sind am Freitagabend nach Angaben der Polizei mehrere Zweige abgerissen und mitgenommen worden. Der Täter ist unbekannt. Die Polizei Weisenhorn bittet um Hinweise. Und ich
bin jetzt gerade noch beim Bild-Zeitung, bei der Bild-Zeitung Sonderausgabe gewesen diesbezüglich. Das schlägt große Wellen. Ich erwarte auch einen ARD-Brennpunkt in unmittelbarer Kürze, Nähe. Und ich vermute fast auch, dass es einen Untersuchungsausschuss geben wird. Ja, also schnapp den Strauchdieb. Ja. Wer da sachdienliche Hinweise hat, die zur Ergreifung des Strauchdiebs führen, ja, bitte bei der Polizeistation Weisenhorn melden. So, jetzt haben wir unsere Pflicht getan. Ja, das ist ja wie bei Ede Zimmermann eins, da, wie du es auch gestochen formulieren kannst. Ja. Wunderbar, großartig. Aktenzeichen XY für. Müssen wir doch irgendwie so ein Fahndungsfoto einblenden, so, weißt du, so ein Porträt vom Räuber Hotzenplotz oder irgend sowas. Ja, sehr schön. Na gut, kommen wir zum Ernst, zum ernsten Teil. Wollen wir das machen? Wir haben vor einer Woche an die unsere Aktion mit der Vorabstimmung, wie nennt man das sowas, so ein Pre-Contest, ja, für das Unwort des Jahres gemacht. Und das wollen wir nun heute endlich machen. Und bevor wir das hier in die Länge ziehen, machen wir es doch ganz kurz. Wir haben euch gefragt vorige Woche, was sind eure Vorschläge für das Unwort des Jahres, was wir dann möglichst des Öfteren einreichen werden. Und da würde ich einfach sagen, ich lese mal vor, was es da für Vorschläge gibt. Wir haben 8 Vorschläge aus allen raus isoliert. Und diese 8 Vorschläge werde ich jetzt in diesem Moment auch als Telegram-Voting zur Wahl stellen. Ja? Auch eine Mehrfach-Auswahl ist möglich und man hat da die Wahl zwischen. Ich fange mal von oben an. Eingereicht wurde KrankenschwesterInnen, Doppelwumms, Mithitlern, Delegitimierung des Staates, Beweislastumkehr, Klimakleber und digitales Bargeld. Digitales Bargeld finde ich auch sehr schön. Ja. Also das sind unsere 8 Worte, die wir rauskristallisiert haben. Und es ist ja interessant, weil es wird auch deutlich, die Corona-Zeit hat wesentlich mehr Unworte hervorgebracht als das Jahr 2022. Da war es doch tatsächlich ein bisschen stärker, obwohl ich ja auch ganz klar 2 Favoriten habe. Ne? Ihr auch? Ja. Ja. Ich auch. Ja. Aber ich bin eigentlich bei KrankenschwesterInnen, weil ich mich noch erinnere an diesen Fernsehbericht, wo dieser junge Moderator da eine Frau im Studio hatte. Und also sagen Sie mal, IntensivkrankenschwesterInnen, das ist ja schon wirklich eine Herausforderung. Und wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich echt einen Moment zurückspulen. Was hat er gesagt? Die Krankenschwesterin? IntensivkrankenschwesterInnen. Da war ich dann. Krankenschwester gegendert. Ja. Schwesterin. Ja, Schwesterin. Mhm. Klar. Das ist eigentlich von all diesen Auswüchsen, die wir erlebt haben, für mich eines der, das reißt die Latte mehr oder weniger, wirklich. Ja. Aber auch halt jetzt, ja, Beweislastumkehr ist natürlich etwas, was ganz aktuell ist durch den Vorstoß oder den Vorschlag von Fancy Näser. Moment, ich wollte es eigentlich richtig sagen, aber es kam jetzt verkehrt drumherum. Jetzt habe ich es schon so Nancy Faeser heißt unsere Bundesinnenministerin, genau, damit man ihr auch zurecht wird. Und also ist natürlich auch ein Unwort. Ich bin echt gespannt, was da. Also ich darf jetzt mal einloggen bei mir. Mal gucken, ob da schon hier was geht. Wir können schon abstimmen, Frank. Ja, müsste so gehen. Wir können abstimmen. Ich kann ja auch noch meine Kandidaten. Guck mal, mein Favorit liegt jetzt auch gerade bei 38%. Also bin ich jetzt gerade schon mit ganz oben dabei mit meiner Einschätzung. Aber das kann sich ja im Laufe des Abends noch ändern. Da gucke ich mal, ob ich meinen Favoriten auch hochpushen kann. Ich habe einen anderen. Ich hatte ja am Anfang, und da habe ich ja selber reingeschmissen, hier mit Hitlern. Aber von dem ziehe ich mich zurück, weil letzten Endes diese Mickey Dosenbier einfach gar nicht so eine Relevanz hat. So, dass das jetzt wirklich entscheidend ist, was der sagt. Ja. Wesentlich relevanter finde ich das Wort Doppelwumms. Mhm. Weil es kommt vom Bundeskanzler. Und das ist so ein wirklich alles, was ein Unwort eigentlich sein soll. Es ist so eine Verniedlichung, eine Verharmlosung. Wir reden dort von wirklich Entscheidungen. Da geht es um Milliarden im mehrstelligen Bereich, Budgets und so weiter. Doppelwumms, das zeigt so diese ganze Einstellung. Der glaubt, er spricht zu Kindern so. Er spricht zu Doofen. Und uns wird es dann so verkauft als Doppelwumms. Ich finde, das hat für mich noch wesentlich mehr Bedeutung. Deswegen ist das mein Favorit. Mhm. Das ist für mich
boah, ein richtig starkes Unwort des Jahres. Da ging es doch weil's vom Kanzler selbst kommt. Energiepreisbremse war da mit dabei. Und noch, was war der zweite Wumms? Was war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es war ja auch so, das hat mir an dem Tag ja auch dann berichtet, das hat er jetzt nicht so irgendwie emotional irgendwie mal so rausgelassen oder sowas. Und das hat er selber gesagt. Da haben sie sich den ganzen Nachmittag hingehockt und haben überlegt, welches Wort benutzen wir sowas. Und das ist dann, was rausgekommen ist. Also die haben sich da wirklich bewusst Gedanken gemacht, wie kann man das dem Volk verkaufen, griffig und so. Und dann kommt das raus. Ah, shit. Ja, dann, also ich finde mit Hitlern trotzdem ziemlich stark. Aber digitales Bargeld finde ich auch fantastisch, weil das ist so ein Oxymoron. Ne? Das ist so wie ja. Mhm. Ja, ja, ja. Es geht gar nicht. Was heißt Widerspruch an sich selbst? Ja. Okay, das ist ja ein Oxymoron. Wie heißt das? Oxymoron? Ja, sowas wie schwarzer Schnee oder heißes Eis. Mhm. Okay, okay. Oder trockener Regen. Ja, okay. Genau. Okay, alles klar. Ja. Digitales Bargeld. Also einer hat gerade die Buchstaben verwechselt oder ausgetauscht. Woppeldums finde ich auch nicht schlecht. Bringt dem Ganzen ein bisschen lustige Note bei. Ja. Aber bei dem... Das ist ja auch eine schöne Comic-Szene übrigens, weißt du, so wie hocken die da am Nachmittag irgendwo im Ministerium oder so beim Kanzleramt? Also genau, die Sprechblasen. Er und seine Berater und genau, und dann kommen die Vorschläge. Woppeldums und so, weißt du, ich habe zu diesem Doppel... Nee, was, wo man bei Mithitlern waren wir ja gerade noch. Mickey Beisenherz heißt er, glaube ich, oder? Ach so, oder? Entschuldigung. So irgendwie ist der Name. Ich habe von dem noch nichts gesehen und nur gehört, dass er das gemacht hat. Aber es ging um die Fußball-WM eben am Anfang und die Vorsitzende des Ethikrates, Frau Büchs, Alena, glaube ich, ist der Vorname von ihr. Blond und mit Brille, ihr wisst, wen ich meine. Sie hat gesagt, dass also sie sich mit ihren Söhnen abgesprochen hat und sie werden gucken, ausgewählte Spiele, aber... Bei jedem Spiel, was sie gucken, stiften sie Geld für eine wohltätige Organisation. Ehrlich? Also Gablas so läuft, das ist ja wie damals, weißt du, du kaufst dir von deinen Sünden rein, alles ist gut. Exakt. Das ist die Mentalität, die jetzt wieder kommt. Das ist auch mehrfach, wir kompensieren. Das ist auch mehrfach aufgegriffen worden. Ich habe das bei verschiedenen Kommentaren habe ich das gelesen und gehört, wo ich mir auch gedacht habe, so, na, das ist auch mal ein Statement als Vorsitzende des Ethikrates dann so, wir unterstützen das eigentlich nicht, aber weil wir es machen müssten eigentlich, zahlen wir halt unser schlechtes Gewissen, erleichtern wir da mehr oder weniger. Das sind wie die Klimameilen, die man ansammelt, wenn man für Grün unterwegs ist und dann halt was spendet, mehr oder weniger. Aber war nur ein kleines Bonbon am Rande. Ja, also wir lassen die Abstimmung bis zum Ende der Sendung laufen und kommen dann am Ende der Sendung darauf zurück, würde ich sagen. Kann man das eigentlich aktualisieren? Weil wenn ich es jetzt einmal angeklickt habe... Das aktualisiert sich von selbst. Von alleine, okay. Ja, also alles bei klar. Mir ja, stimmt. Tut es sich ist da schon was. 1066 Leute haben schon abgestimmt. Also wir sind jetzt schon repräsentativer als das Unwort des Jahres der letzten Jahre. Fantastisch. Und was nur so auch als Frage für die Zuschauer. Was passiert dann mit dem einen Wort, was hier am Ende als Sieger rauskriegt? Ich würde sagen, das von uns gemeinsam als Community nominiert irgendwie? Oder? Nein, es ist ja so, es muss jeder, der mitmachen will, kann sich an dieser Aktion beteiligen. Wir machen das so, dass wir die drei am meisten gewählten Begriffe, sage ich mal, vorstellen. Ja? Also aus den drei Begriffen kann sich dann jeder noch seinen Favorit auswählen und reicht den dann beim Unwort des Jahres ein. Das kann man direkt über unwortdesjahres.net machen. Das ist eine Einreichung, hast gedauert 20 Sekunden, die auszufüllen, Unwort des Jahres eintippen, einreichen. Und die geben ja dann immer im Februar auch eine Statistik bekannt, wie viele Worte wurden eingereicht, welche Worte wurden wie oft eingereicht. Und das ist dann eben immer das Interessante. Mhm. Dafür machen wir das hier. Ne? Genau, also wir brauchen schon euch da draußen, jeder Einzelne. Je mehr sich beteiligen, desto besser. Und letztes Jahr hat es auch super geklappt. Da haben wir ja auch darüber berichtet, so wie das Volksvotum, Volkesstimme eindeutig war, aber wie sie es dann so wegmanipuliert haben. Das andere hat dann, was dann gewonnen hat, ja, aber es ist ja viel ausdrucksstärker. Haben zwar nur zwei Leute gewollt, aber das nehmen wir dann. Ja, ja. Das repräsentative Gremium von dieser Veranstaltung hat dann darüber entschieden. Ja, ist ja nichts Neues eigentlich. Ja. Gut, also kommen wir zum Ende der Sendung darauf zurück. Und bevor wir jetzt in richtige Themen einsteigen, ich hätte noch was zu bieten, nämlich einen wunderbaren Artikel, den ich die Tage beim Reitschuster gelesen habe. Und der hat einfach mal
in einem Artikel den Wahnsinn in Berlin, also in einer einzigen Stadt, an einem einzigen Tag zusammengefasst. Und das will ich mal kurz zusammenreißen, weil das ist fast ein bisschen Ich habe es vorhin gelesen. Ich habe es vorhin gelesen. Zwischen dem 2-0 und 2-2 habe ich das gerade gelesen. Genau. Also er hat nur die Schlagzeilen der Berliner Zeitung einfach mal protokolliert. So, jetzt lösche ich noch schnell den Chatbot, der hier gerade wieder den... Ey, die Volksrepublik China ist wieder am Start. Ey, kommentier doch mal richtig und dann wirst du auch nicht geblockt hier. Schade. Also, Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus. Ja? Startseite sage ich schon, ja, Titelseite, Schockprotokoll, jetzt reden Pfleger. Ja, so groß ist die Not auf den Kinderstationen. Protokolliert werden Berichte von Pfleger, die von der Gewerkschaft Verdi gesammelt wurden. Eine Kinder- und Intensivkrankenschwester erzählt, Zitat, das Personal bricht reihenweise weg, wird krank oder wirft das Handtuch. In mehreren Jahrzehnten, die ich in der Klinik arbeite, habe ich sowas noch nie erlebt. Die hohe Fluktuation in der Pflege und auch bei Ärzten. Rettungswagen wissen nicht, wohin mit den Kindern und irren durch die Stadt, bis sie dann doch unsere Klinik anfahren. Wir natürlich die Kinder übernehmen müssen, da man es mit dem eigenen Gewissen nicht vereinbaren kann, sie abzuweisen. Dann beginnt die Spirale von vorn. Wohin mit diesem kranken Kind? Der Titel auf der nächsten Seite. Heizung seit 2 Monaten defekt. Bibbern bei 10 Grad im Wohnzimmer. So dann wird die Situation von Birgit Lummer geschildert. Zitat, seit 2 Monaten ist im Wohnzimmer der Rentnerin am Kosmaweg die Heizung ausgefallen. 9 bis 10 Grad sind es nur noch, klagt sie. Schlagzeile auf der nächsten Seite. Haus brennt, Wasser zum Löschen eingefroren. Nächste Seite. Schulfrei wegen Streik und Freispruch nach Anschlägen. Dann geht es um die Klimablockaden und in einem Leserbrief um die Frage, wen stört das Kreuz auf dem Spielplatz Schloss im Monchi-Burpark, das entfernt wurde als christliches Symbol. Dann dämlich Protest vorm Paul-Löbbel-Haus. Klimakleber blockieren eine Zufahrt zum Bundestag, die gar nicht genutzt wird. Nächste Seite. Wer hat mein Impfzentrum geklaut? Ein Unternehmen klagte über den Diebstahl seines mobilen Impfzentrums am helllichten Tag. Nächster Bericht. Landtagssaal bei Weihnachtsparty verwüstet. So dann... Mehr als 7 Jahre Haft für den Todraser und auf der nächsten Seite Frauenmörder behauptet vor Gericht, der Mann hat in Deutschland nichts mehr zu sagen. Nächste Seite, höhere Diäten trotz Haushaltsnotlage. Die Abgeordneten des Brandenburger Landtags erhöhen sich mal wieder die Bezüge. Und darunter, Kirche bietet Obdach. Es ist warme Hilfe in großer Not. Die Zwingli-Kirche hat spontan Platz für 100 Obdachlose geschaffen. Ja, also ich meine, man muss sich vorstellen, wer 2 solche Artikel, ja, auf eine Seite packt. Das ist, alleine das ist schon eine Glanzleistung. Ja? Dann noch ein Bericht über eine Lottogewinnerin, die ihren Gewinn von 10.000 Euro nicht bekommt, weil die Post ihr Schreiben mit dem Originalgewinnschein an die Lottozentrale verbummelte, obwohl sie es als Einschreiben schickte. Die Post bietet jetzt 25 Euro Entschädigung an. Und noch was von Vermischtes. Mann stirbt nach Polizeieinsatz im Restaurant und Freund der Schmiergeldgriechin will Alleintäter sein. Und so heizt sich Deutschland durch die Biberkälte. Ja. Und ganz zum Schluss steht noch ein Hinweis darauf, Gasspeicher leeren sich täglich schneller als gedacht. Punkt. Wunderbar. Ein Tag in der Hauptstadt des Scheiterns, das habe ich heute in der Talkrunde von Burkhard Müller-Ulrich so gehört. Also der hat auch geladen zu einer Talkrunde in Berlin und die haben ähnliche Themen besprochen und kamen zum gleichen Urteil, dass man da eigentlich symbolhaft beobachten kann, den Zustand in diesem, unserem Lande. Und das ist schon krass, wirklich. Voll eine Chronologie des Irrsinns, ja. Man könnte noch ein paar aktuelle Dinge auch noch reinschmeißen, die auch aus Berlin kommen. Dieser Aquadom, den es dort zerrissen hat in dem Hotel, aus Stimmt. ist ja noch völlig ungeklärter Ursache. Was ich auch unheimlich finde, weil ich finde solche so Großaquarien durchaus auch faszinierend. Habe auch schon mal ein, zwei in meinem Leben gesehen und habe mir da schon immer gedacht, hoffentlich hält das Ding. Es muss ein enormer Wasserdruck da drauf sein. So. Ey, und dann zerreißt es einfach. Ja. Und noch eine andere Geschichte, die ja auch reinpasst. Hätte ich vielleicht schon von einer Woche erzählen können. Es war vor 2 Wochen, da war ein schwerer Verkehrsunfall in Berlin. 2 Mädchen sind unter einem Bus gekommen, über die Straße gelaufen, den Bus nicht gesehen. Und es hat 20 Minuten gedauert, bis der erste Rettungswagen da war. Im Berliner Stadtgebiet. Ich meine, vorher waren schon andere Einsatzfahrzeuge da, Polizei, Feuerwehr. Aber der erste Rettungswagen nach 20 Minuten. Ohne Klimakleber?
ohne Klimakleber. Und hey, ich habe früher im Rettungsdienst gearbeitet und deswegen weiß ich das besser. Da gibt es auch so eine, da gibt es Fristen so, in denen das eigentlich passieren muss. Und im Berliner Stadtgebiet kann es nicht sein, dass das 20 Minuten dauert. Gerade bei so einem schweren Unfall, wenn du es genau weißt, da ist was richtig schwer ist, dann schick halt irgendein Fahrzeug erstmal hin, so, was in der Nähe ist. Aber das spricht halt auch nur dafür, was wir auch schon, ja, zur Corona-Zeit vielleicht auch schon gesehen haben, so, das ist wieder eine weitere öffentliche Infrastruktur, die so am Zerkrümeln ist, Rettungsdienste. Also offensichtlich sind die Leute dort unterbesetzt, es sind scheinbar nicht genug Fahrzeuge. An was es genau liegt, weiß ich nicht. Aber es darf nicht sein, dass am helllichten Tag beim schweren Unfall es 20 Minuten dauert, bis der erste Rettungswagen kommt. Also die Hilfsfrist ist, glaube ich, 8 Minuten in der Großstadt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja, wie es hier in dem ersten Artikel auch beschrieben wurde, es ist halt gerade, also jetzt ist wirklich gerade Gesundheits- und Intensivbettennotstand. Mhm. Vor allen Dingen die Kinderstationen sind überfüllt und natürlich auch hinzu kommt halt dieser enorme Personalmangel, der wiederum eben dadurch verursacht wird, dass eben so viele Leute krank sind. Ja. Das ist interessant. Also es ist gerade keine Pandemie, aber die Leute sind krank und viel kränker und viel öfter im Krankenhaus und alles viel katastrophaler und auch eine höhere Übersterblichkeit als zu den stärksten Corona-Zeiten. Das wird immer irgendwie gar nicht so thematisiert, ja, dass wir eine enorm hohe Übersterblichkeit haben und eben nicht nur in Deutschland. Ist aber tatsächlich kein großes Thema, wo sich ein paar größere Medien in den letzten Tagen immer mal damit gewidmet haben. Aber die Artikel, da hat man eigentlich wirklich sehr viel geschrieben, um die ganze Zeit alles Mögliche aufzuzählen und am Ende nochmal zu sagen, aber woran es definitiv nicht liegt, ist das Impfen. Ja? Ja gut, weiß ich nicht. Aber man hat halt tatsächlich das Gefühl, dass es den Schreibern solcher Artikel eher darum geht, das klarzustellen, als die wirklichen Ursachen zu erforschen. Also kommt mir zumindest so vor. Können wir dieses Thema nochmal näher ergründen? Aber ich würde gerne nochmal kurz auf dieses Aquarium kommen, weil das war für mich auch eine Meldung, die mich als Tierfreund wirklich erschüttert hat. 1.500 Zuchtfische, die waren, glaube ich, mehrere Millionen wert, alle zusammen, sind alle verendet und die sind erfroren. Die hat es ja rausgespült und ich meine, das Salzwasser-Aquarium, die kannst du ja sowieso nicht einfach nur in einen Eimer reinlegen. Die brauchen einen gewissen Salzgehalt, um überhaupt funktionieren zu können. Aber der Meldung, die ich bekommen habe oder die ich da mitgekriegt habe, das war wohl wirklich, jeder ist gestorben, weil es zu kalt war. Die hat es ja dann komplett rausgeschwemmt auch. Und vor allem, wenn das am Tag passiert wäre, dann wäre das wahrscheinlich mit Toten ausgegangen. 1 Million Liter Wasser, das ist wie wenn da ein Schwimmbad plötzlich durch das Café rauscht. Das hätte alle weggespült, also nicht unbedingt ertrunken, aber diese Druckwelle, das ist ja wie Tonnen von... Also ich habe mal, da gibt es doch diese Typen, die irgendwie so Experimente nachbauen. Der eine hat so ein Schnauzbart wie John Bolton und so eine Quermütze auf immer. Da gibt es so eine ganz kultige Sendung, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Auf jeden Fall haben die mal auf ein Auto von einem Riesenbagger 5 Tonnen Wasser runterfallen lassen aus 5 Meter. Wie viel sind 5 Tonnen? Wie viel Liter? 5 Kubikmeter. Ja, wie? Ein Kubikmeter hat 100, warte mal, 10 mal 10 mal 10. Also ungefähr ein Viertel so viel wie 1000 Liter Wasser sind eine Tonne. Und die haben 5 Kubikmeter, also 5 Tonnen Wasser, diese Schaufel halt, haben die auf dieses Auto runterfallen lassen. Und also das 5000 Liter. Und das Auto war einfach nur, bumm, das war platt. Das war wirklich, das hat es zusammengedrückt, wie wenn oben ein Dampfhammer draufgehauen hätte. Und jetzt stell dir mal vor, 1 Million, das war ja, wenn ich das richtig im Bild habe, dieses Aquarium war das auch mehrere Meter hoch. Und da hätten sich, wenn da unten jemand gestanden wäre, da wären da erstmal 1 Million, geteilt durch 1000, das sind 1000 Tonnen Wasser, die da plötzlich von oben runterkommen und sich dann zur Seite ihren Weg bahnen. Da schmeißt sich aber ganz schön weg. Das ist ein Riesentsunami. Also ja, Gott klar, sei Dank. Man hat ja die Bilder von der zerstörten Hotellobby gesehen. Also das war totales Glück, dass das früh um 5 passiert ist, wo wirklich gar niemand da war. Und Ursache weiß man nicht, aber jetzt bin ich einfach mal physikalisch nachdenkend. Wir haben draußen in der Nacht minus 10 Grad, so ein riesen Foyer zu heizen auf Normaltemperatur. Bei den Temperaturen, wenn da irgendeiner die Tür aufmacht oder so, da gibt es ganz schnell irgendwelche Spannungsgeschichten. Also ich habe es auch irgendwo im Chat vorhin gerade gelesen, dass die Temperatur irgendwie nicht aus... Man hat nicht mit so einer kalten Temperatur gerechnet. Und es reicht ja bei kristallinen Strukturen, bei Glas reicht ja ein kleiner Faserriss und bei 1000 Tonnen, Druck...
Da ist, sind einfach Kräfte da, da ist die kleinste Schwachstelle und es macht tschabum, weißt du so. Und also aber wenn es wirklich daran liegt, dass man, dass sie nicht mit der Temperatur gerechnet haben, dass es im Winter auch kälter mal wird, dann wird es sich nahtlos einreihen in diese Berlin. Ja, wollte gerade sagen, irgendwie also, passt es ja. Im Winter wird es kalt, ja, kommt nicht überraschend. Ja. Aber hier, weil ich stimme dir voll zu, Robert, das ist auch wunderschön verdeutlicht. Dazu kommt da auch noch nicht nur der Druck von dem Wasser, die ganzen Glassplitter, das sind dann wie Geschosse bei dem Druck. Mhm. Und das Glas zerberstet in tausend Teile, das macht dich fertig, wenn du dort stehst. Ja, unglaublich, dass das passiert ist. Ja, und ohne, dass man genau weiß eigentlich, warum. Ja. Da war ja sogar, das ging über mehrere Etagen, da war sogar so ein Aufzug drin. Ja. Du konntest da durchfahren, so durch dieses Teil. Ja. Abgefahren, ja. Ich gucke gerade, was so das Credo vom Chat ist, was da vielleicht noch viel an Info rauskommt. Aber ich glaube, das haben wir jetzt besprochen. Das ist halt auch nur ein Symbol. Und so wird es auch gedeutet, dass der quasi die geplatzten Träume da, auch der Titel von heute, dass das auch so ein Thema ist, dass vieles einfach platzt in dieser Gesellschaft. Ja. Das Krasse ist so, ich muss... Vielleicht hat es auch wirklich in Berlin komische Vibration, ich weiß es nicht, aber also ich bekomme von vielen Leuten auch wirklich, die es persönlich kennen, so auch ganz komische Geschichten auch zu Ohren so aus Berlin, wo bei denen auch halt so im privaten Bereich ganz seltsame Dinge passieren. Ne? Vielleicht ist das echt die Vibration gerade so komisch. Obwohl Berlin immer so als sexy Stadt war, arm, aber sexy, hat Wovereit immer gesagt. Und auch als ich in den 90ern da ein paar Mal war und gerade im Zuge mit der Love Parade, was da für Stimmung war, gerade Anfang der 90er mit dieser freien Szene, wo wirklich Techno auch, da, also für diejenigen, die sich nicht daran erinnern können oder noch nicht da waren, es gab eine Zeit ohne elektronische Musik, da gab's Schlager, und Hip-Hop und Rock und das war so mehr oder weniger, also ich habe es jetzt vereinfacht, und aber es gab nicht so, nie Worte benutzen, die man nicht aussprechen kann, und es gab es nicht, und ich erinnere mich, dass halt Anfang der 90er so diese elektronische Szene, die Techno-Szene sich einfach erweitert hat und Berlin hat da gestrahlt. Ich weiß, dass viele, viele DJs aus Amerika, aus anderen Ländern, Frankreich, England, London, das war the place to be, da musste man hin, diese Untergrundszene mit die alten Bunkeranlagen und Tresor und was es da alles gab, ne? Das war ja auch eine Subkultur, die sich da gebildet hat, die Strahlkraft hatte. Und das hat viele Leute sexy gemacht und sexy gefunden und vielleicht auch sexy gemacht, ja, geiler Versprecher. Aber dann ist halt alles irgendwie anders geworden. Und ich erinnere mich an meinen ersten Flug auf Berlin. Irgendwann mal 2004 bin ich, glaube ich, mal, ich musste einen VW Käfer abholen für meine Firma. Das war so geil. Ich habe einen Auftrag gekriegt, hey, kannst du mein Auto abholen? Ein Redakteur war in München und er konnte selber nicht irgendwie... Ich zahle dir einen Flug, kannst du mein Auto hier runterfahren? Und ich so, was ist das für ein Auto? Ein Käfer. Ja, total geil. Bin von München nach Berlin geflogen und 6-7 Stunden mit einem echten Original-Käfer da die A9 runtergefahren. Ich dachte, ich fahre 1938 irgendwie, weißt du, so. Egal. Auf jeden Fall, der Anflug auf Berlin, der war so unspektakulär. Es gab keine richtige Skyline. Es gibt kein so ein Stadtbild irgendwo, wo du erkennst, und ich bin schon auf viele Städte zugeflogen, und das war so irgendwie so einfach so ein riesengroßes Gebiet von Stadt, aber nichts, was markant war. Okay, ja, der eine Fernsehturm da und so weiter und auch das Stadtzentrum ein bisschen, aber irgendwie ein bisschen enttäuschend, wenn man drauf losfliegt. So. Aber als wir dann, kannst du dich erinnern, Frank, 2016 waren wir doch auf dieser Hanfmesse und da waren wir doch auch 2 Tage lang direkt Zentrum. Und da muss ich sagen, habe ich mich schon ein bisschen in Berlin verliebt, dieses Flair. Du stehst an der Ampel und plötzlich rumpelt es von unten, weil du die U-Bahn hörst, die unter dir durchkommt. So dieses Großstadt-Feeling, die doch etwas breiteren Straßen wie München und auch diese Gebäude und so weiter. Es hat schon was. Ja? Also es ist schon auch, hat schon auch Strahlkraft. Ich will es jetzt gar nicht niederreden, aber jetzt halt einfach, um in diesem Gedanken zu bleiben, den Zustand des Landes kannst du halt auch gut an der Hauptstadt festmachen. Das siehst du in Paris, das siehst du in Washington oder an so großen, oder auch in London. Wenn die Hauptstadt da so anfängt zu kippen, ist das immer ein gutes Symbol für die Stimmung, die es da in dem Land gibt, ja. Genau, ich wollte mich dem auch nochmal anschließen. Es geht nicht darum, Berlin zu bashen oder sowas, weil du sagst, es ist Strahlkraft. Es hat, finde ich, hat es immer noch. Berlin hat eine krasse Strahlkraft. Das ist, was es ist. Es ist halt ein High-Energy-Place.
Und ich meine, unser eins tut sich leicht, ich sitze in der Provinz, weil es gerade hier Chemnitz, wo die Energie ist halt voll Erdung, ja, Ort der Steine, versteinertes Holz, das ist hier die Energie. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt hier so über Berlin spotte, weil ich kenne Berlin auch, das ist eine starke Stadt, da ist Energie, da ist ganz viel Energie. Und deswegen ist es vielleicht halt in diesen ja, intensiven Zeiten, die wir gerade erleben, Zeiten, wo sich viele Dinge verändern. Klar, das ist in so einer Stadt wie Berlin, spürst du es wahrscheinlich noch viel intensiver jeden Tag, auch körperlich, mehr als hier in der Provinz. Also es geht nicht darum, Berlin da niederzureden. Hey, wir sind mit euch, Brüder und Schwestern in Berlin. Ne? Also Respekt, wer dort lebt und wer stark ist. Aber die Probleme, die sich da halt ansammeln, die sind in so einer Stadt wie Berlin oder Hamburg oder Frankfurt. Da geh einfach mal am Hauptbahnhof in einer der großen Städte in Deutschland dahin und dann siehst du wirklich, also eine Freundin von mir, die arbeitet außerhalb von Hamburg und muss jeden Tag in die Innenstadt fahren und ist jeden Tag mit dem Zug unterwegs und die wohnt da schon seit 50 Jahren. Und sie hat neulich, haben wir mal wieder telefoniert und sie hat gesagt, in den letzten 10 Jahren hat sich das in dem Hauptbahnhof so entwickelt. Erstens ist der noch viel zu klein von der Konzeption. Der ist ja einfach noch immer noch von, ich glaube, Architektur ist das Nachkriegsdeutschland oder vielleicht noch Krieg und dann wieder aufgebaut und so restauriert. Du musst über so viele Menschen drüber steigen, die da in diesen engen Gängen liegen. Obdachlose, Drogenabhängige, Krawallos, also wirklich... So, und auch nicht abwertend gemeint, der Bodensatz der Gesellschaft, die Menschen, die es aus der Gesellschaft rausgespült hat, die keinen Weg finden und die halt einfach stranden oder scheitern, die findest du immer da. Und auch dieser unheimlich hohe Migrantenanteil und auch der wertneutral gesprochen jetzt, ja, nicht scheiß Ausländer oder so, sondern Menschen, die eben in dieses Land gekommen sind und mit der Hoffnung, da vielleicht irgendwie aus dem Krieg rauszukommen und dann aber in den Mühlen der Bürokratie stranden, keine Zukunft finden, einfach nur von Ort zu Ort weitergereicht werden und dann da eben auf einen ganz falschen Film kommen und kommen aus archaischen Gesellschaften, wo quasi Betrug und Diebstahl und Kriminalität alltäglich war und die sind dann auch da. Und das ist so eine Gemengelage, die ist explosiv und das merke ich, wenn ich am Hauptbahnhof in München unterwegs bin, es ist kein gutes Gefühl. Obwohl ich nicht mit Angst darum laufe, weil ich auch das Gefühl habe, die gesetzte Resonanz, weißt du, ich gehe auf jeden Menschen zu, ob das ein türkischer Kebabladen ist oder ein arabisches Geschäft oder ein indisches, weißt du, ich habe keine Probleme mit Nationen, mit Menschen, mit Rassen, es sind für mich Menschen, wir haben alle die gleiche Blutfarbe, ja, sie ist rot. Aber trotzdem spürst du es einfach, dass sich im Laufe der Zeit etwas geändert hat. Als ich 1990 in München gelaufen bin, war es anders wie jetzt. Und genauso ist es in Hamburg oder auch in Frankfurt und so weiter. Und das sind halt Spiegel unserer Gesellschaft. Ja, Frank, hast du auch noch was zu Berlin? Weil eine Nachricht hätte ich noch in dem Kontext, bevor wir zum anderen Thema kommen. Aber was ist deine Meinung? Zu Berlin? Ich enthalte mich meiner Meinung. Dann lass uns noch dieses eine Ding bringen. Der Deal, den die Justiz gemacht hat mit dem Remo-Clan, das ist doch auch noch interessant. Der ist in Berlin ansässig. Ein libanesischer Clan, wobei das kann man gar nicht sagen, weil so genau weiß man gar nicht, wo die herkommen. Libanon sind ja auch jetzt nicht schon seit vielen Generationen gewesen. Egal, der Remo-Clan, weil worum geht's? Es geht um den Raub in Dresden, den Einbruch in Dresden ins Grüne Gewölbe. Und da hat man auch schon 5 Leute oder so, hat man, glaube ich, festgenommen. Die haben die Tat begangen. Und jetzt hat man irgendwie einen Deal gemacht mit denen. Und im Zuge dieses Deals ist halt ein Teil der Beute, sogar ein Großteil, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Beute, von dem Einbruch ins Grüne Gewölbe Dresden. Das war vor 2 Jahren, 3 Jahren oder so. Ein Großteil von diesen Sachen sind jetzt tatsächlich wieder aufgetaucht. Und als Gegenleistung wird man wohl mit dem Strafmaß runtergegangen sein. Und ja, das sorgt gerade für Kontroversen. Die gute Nachricht finde ich, das sind also tatsächlich, diese Beute ist noch da. Und das macht mir auch Hoffnung auf den Einbruch, den es vor kurzem gab in dem Römer-Kelten-Museum in Manching in Bayern, wo doch dieser Goldschatz gestohlen wurde, weil offensichtlich haben sie das Dresdner Beutegut auch nicht gleich eingeschmolzen. Die haben wahrscheinlich echt gedacht, die können es irgendwo verkaufen, weil geht's, was kannst du nicht verkaufen. Vielleicht ist auch noch dieser Keltenschatz auch noch übrig. Aber hey, was haltet ihr von diesem Deal, soweit man das jetzt beurteilen kann? Ja, schauen wir mal, wie der Deal dann im Detail aussieht. Ja, das wissen wir ja noch gar nicht. Werden wir dann wahrscheinlich am nächsten Prozesstag eine Überraschung erleben, wenn es plötzlich heißt, ne, Bewährungsstrafe.
Ich habe hier einen Artikel von der NZZ gefunden, den ich euch natürlich auch in voller Pracht zeigen möchte. Und zwar dürft ihr da auch mitgucken, damit wir dann auch hier alle im Bild zu sehen sind. Also, das sind die Fundstücke, die zurückgekommen sind, finde ich, also als archäologisch oder historisch interessierter Mensch, finde ich das natürlich großartig, dass dieser Kulturschatz wieder zurückgekommen ist und dass der nicht zerstört worden ist. Der Großteil sind zurück, nicht alle. Sächsische bla bla bla. Und hier geht's alles, was du halt nicht einschmelzen konntest, wahrscheinlich. Genau. Und da geht es eben darum, wer, wann, wo, wie, was. Und es ein paar Sachen fehlen. Fehlen bei dem Diebstahl beschädigte Epaulette mit dem sächsischen Weißen, die große Brustschleife, bla bla bla. Und der interessante Artikel oder Abschnitt ist das da. Die Berliner Polizei wurde bei der Nachtaktion in der Hauptstadt nicht eingebunden, offenbar um die Pläne nicht zu gefährden. Tatsächlich gibt es Gerüchte, wonach Clans die Berliner Polizei und Justiz unterwandert haben. Schon früher hatte die sächsische Polizei Razzien in Berlin lieber alleine durchgeführt. Also das ist dann schon mal eine steile Aussage und die kommt von der NZZ. Okay, das ist ja, die ist ja ziemlich neutral, was Deutschland betrifft und die kommt aus keinem politischen Spektrum hier. Aber wenn die sagt, dass eventuell die Berliner Polizei auch schon mehr oder weniger da in diese ganzen Strukturen verwoben ist und da der ein oder andere Tipp vielleicht in die Richtung kommt, Leute, morgen kommt Besuch, morgens früh um 6, vielleicht fahrt ihr heute schon nach Barbados. Ja, so, das finde ich schon steil, diese Aussage, die da kam. Ja, interessant. Das erinnert mich auch, es war von Anfang an schon so. In der Fahndung waren von Anfang an auch sächsische Polizei, weil da ganz stark ist, nun mal in Dresden. Und als es dann klar war, dass die Spur hin zu diesem Clan führt, wenn ich mich recht erinnere, war es ein Großeinsatz. Man hat nicht alle 5 auf einmal gefasst, aber ich glaube, man hat 3 oder 4 dann da in diesem Großeinsatz festgenommen an mehreren Locations in Berlin. Und da waren auch eine ganze Reihe sächsischer Polizisten schon im Einsatz. Die haben da extra auch, die haben darauf bestanden, damals auch schon, dass sie da mitmachen. Die wollten unbedingt denen habhaft werden und die in Sachsen auch eben in Dresden vor Gericht stellen. Ja. Es ist so oder so, hat irgendwie so ein Deal hat immer ein Geschmäckle irgendwie. Aber also ich bin kein Richter. Ich freue mich darüber, dass diese Beute da ist. Das ist ähnlich wie was ich bei Erpressungen oder gar bei Entführungen entscheiden ist erstmal bei einer Entführung, dass ohne Blutvergießen abläuft. Ja. Aber Deals sind natürlich haben am Ende immer ein Geschmäckle, weil es darf halt nicht so dann am Ende sich lohnen, ne, dass du halt solche Sachen machst. Und dann, naja, zur Not komme ich dann doch heil raus, wenn ich die Beute zurückgebe. Interessant ist, wie die Polizei auf solche Sachen kommt, die Fahndungserfolge von der Polizei. Vor kurzem war eine Doku im Fernsehen über ungelöste Kriminalfälle oder gelöste Kriminalfälle, die aber am Anfang schier unmöglich zu lösen waren. So in diese Richtung ging das. Gibt es verschiedene Fälle und einer war dieser Diebstahl der 100-Kilo-Münze aus einem Berliner Museum. Der Name ist mir entfallen. Auf jeden Fall hat der Kriminalbeamte, der den Fall dann mehr oder weniger beaufsichtigt hat oder geleitet hat, anhand der Spuren, die zu finden waren, dann erzählt, wie die Polizei in diesen Fällen vorgeht. Ja, also die haben festgestellt, die Täter hatten eine Leiter, einen Schubkarren und eine Axt als Spuren zurückgelassen. Den Schubkarren haben sie dann irgendwo an der S-Bahn aufgestellt. Mit der Leiter sind sie dann da diese Böschung runtergekommen und dann so mit der Axt, die innen drin diesen Schaukasten zertrümmert hat, konnten sie feststellen, die stammen alle von einer Baumarktkette. Die haben also die Produkte getestet, wo kommen die her? Und haben festgestellt, die kamen alle von einem Baumarkt. Und dann haben die gedacht, vielleicht haben die das alles auf einmal gekauft. Und tatsächlich, die wurden bei den ganzen Baumärkten in der Gegend, wurden die fündig, dass einmal ein Mensch diese Dinge gekauft hat. Und dann haben die das eben über Handydaten und Überwachungskameras, haben die dann daraus die ersten Hinweise bekommen, wohin das Ganze geht und haben dann angefangen, die betreffenden Personen zu observieren und da ist dann eben festgestellt worden, dass die sich nachhinein über diese Dinge unterhalten. Der eine hatte plötzlich ein riesen Motorrad daheim stehen oder was weiß ich. Also da denkt man sich, da sind die Leute so clever und schaffen das, über Insiderwissen auch, weil es gab ja auch quasi dann den Hinweis, dass genau dieses eine Fenster, wo sie eingestiegen sind, ist nicht am Alarmsystem gehangen und das konnte nur jemand wissen, der quasi im Museum als Insider war und Kommissar Zufall war auch dabei, weil andere Kollegen von Berlin diesen Wachmann plötzlich bei einer Verkehrskontrolle mal aufgehalten haben mit
Plänen von dem Museum innen drin. Und die haben das einfach nur vermerkt, ja, weil er konnte sich ausweisen, er arbeitet da. Aber das ist dann, nachdem die Tat begangen wurde, der Diebstahl, den anderen Kriminalbeamten zugespielt worden. Und damit war natürlich schon wieder ein Puzzlestück und Stück für Stück schließt sich dann die Schlinge. Ja? Und das ist wirklich erstaunlich, wie das dann weitergeht. Und ich würde mir wünschen, dass die Kriminalbeamten in Ingolstadt oder wo war das, vor kurzem in Manching, ja, dass die da bei diesem Schatz mit den Goldmünzen ähnlich vorankommen, weil das geht einfach nicht. Ja? Also wenn man Geld klaut, mein Gott, sollen sie Geld klauen, das ist, da haben wir, glaube ich, genug auf der Welt, auch wenn es dem einen dann fehlt. Aber ein Schatz, der vor 800 Jahren von irgendeinem Goldschmied im Auftrag des Fürsten von so und so geschaffen wurde, mit den Diamanten aus was weiß ich woher, und das kann man nicht mehr, das hey, der historische Wert von diesem Goldschatz von manchen ist viel höher. Das, was in Dresden ist, das ist so alt ist es nicht. Das ist alles aus dieser höfischen Zeit, weißt du, von August dem Starken und so weiter. Das, im Grunde genommen könnte man fast sagen, weißt du, das ist Plunder von den Reichen. Aber es ist halt der sächsische Nationalschatz und deswegen hat es so wehgetan hier in Sachsen so. Deswegen sind Sachsen alle davon hart dahinter so. Aber rein von dem historischen Wert her, der Keltenschatz, das ist 2000 Jahre alt. Ja. Und das ist natürlich viel, viel bedeutsamer so. Aber ich finde es auch interessant hier, Robert, diese Detailkenntnisse, die du da alle hast. Ich habe die Doku neulich angeschaut. Achso, ich wollte gerade fragen, hast du da Insider-Wissen? Nee, ist alles öffentliches Wissen. Nicht, dass das dann heißt, ja, weißt du, wir machen hier so einen Criminality-Workshop. Okay, den und den Fehler muss man natürlich vermeiden. Beim nächsten Mal, okay, ja, das merke ich mir. Ich finde sowas auch total interessant, so Kriminalistik und so. Und deswegen war das echt interessant, was du gesagt hast. Fängerfehler, ja. Die Utensilien für die nächste Gaunertat kauft man nicht gleichzeitig. Nicht gleichzeitig, nicht im selben Laden. Nicht mit derselben Karte bezahlen. Ja, und auch bar bezahlen. Weißt du, dass man gar keine Spur. Genau, digital bar bringt nichts. Dass man das machen kann. Also, wenn du eine Schubkarre kaufst. Es ist dann eben der Unterschied zwischen einem Meisterdieb und jemand, der einfach nur. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die Goldmünze ist nach wie vor verschwunden. Die ist wahrscheinlich zersägt worden, geschnitten worden und eingeschmolzen, und 100 Kilo Gold, das war ja, und das droht natürlich diesem Keltenschatz auch, wie es Frank vorhin gesagt hat, und ihr habt ja die Bilder eingeblendet, das hatte ich so noch gar nicht so auf dem Schirm mehr. Ja, da ist die Bilder mit den die Objekte mit den Karfunkelsteinen, ne? Und die kannst du halt tatsächlich schlecht verkaufen. Einzeln, also, ja, weil so diese da gibt es keinen Markt dafür. Jeder weiß, das ist Hehlerware. Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, könnt ihr mal auch auseinanderbrechen, die Brillanten oder was auch immer da alles für Steine sind, die einzeln verkaufen. Das ist aber auch, das sind Steine, so 17. bis 18. Jahrhundert oder so. Das passt eigentlich überhaupt nicht so. Mhm. Das kannst du auch heute nicht verkaufen. Heute werden Steine anders geschliffen und so weiter. Aber beim reinen Gold, das bleibt halt natürlich echt zu befürchten, dass du es einfach reinschmelzt. Weil du sagst, die vier Cs von Diamanten, also ich weiß nicht, ob ich es richtig hinkriege. Clarity, Karat, Cut und Color. Genau. Also diese vier Punkte, die sind dann eben bestimmen den Wert von einem Brillant, Diamant oder wie auch immer. Und je seltener etwas vorkommt, desto wertvoller sind sie dann. Und ich kann mir halt vorstellen, dass dann eben Schliff und das alles nicht mehr mit dem von heute. Also, du hast es gerade gesagt, ich muss es jetzt nicht wiederholen. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall, das bleibt spannend und hoffentlich können wir irgendwann verkünden, Manchinger Polizei gibt Hinweise und jetzt haben wir sie wieder und so. Aber ganz allgemein, was meint ihr denn, so solche Deals, das ist ja echt grundsätzlich auch so fragwürdig, sollte man solche Deals überhaupt machen? Ich meine, ich kann mich erinnern, ein Gegenbeispiel aus einer anderen Zeit, der 70er Jahre, wo sich diese ganze RAF-Geschichte im deutschen Herbst zugespitzt hat, dann mit der Entführung von dem Flugzeug der Landshut, was dann so palästinensische Terroristen, die irgendwie mit der RAF alliiert waren, die haben dieses ganze Flugzeug entführt und wollten da so die Baader-Meinhof-Leute freipressen. Und da hat dann damals Helmut Schmidt als Bundeskanzler gesagt, der hat so wirklich so das Dogma gesetzt oder die Staatsräson gesetzt, mit Terroristen verhandeln wir nicht. Und der hat das Leben letzten Endes von den Geiseln dann aufs Leben, also aufs Spiel gesetzt. Er hat gesagt, das ist okay, ja, aber wir verhandeln mit denen nicht. Auch aus der Argumentation heraus, wenn wir das einmal machen, wenn wir einmal so eine Flugzeugentführer nachgeben, dann wird das immer wieder passieren. Ja. Und deswegen ganz grundsätzlich so eine schwierige Frage, ob man Deals mit Verbrechern machen sollte. Also Landshut war natürlich auch die Sternstunde der GSG 9. Da hat das deutsche
Sondereinsatzkommando es geschafft, alle Geiseln zu befreien. Das ist ja auch in Filmen verarbeitet worden. Das ist ja auch deutsche Geschichte, die wir uns... Ich kann mich noch erinnern, dass da was ganz Großes war, auch wenn ich die Hintergründe nicht verstanden habe. Aber ich wusste, dass die Erwachsenen alle ganz aufgeregt waren, die Tage, als die Landshut da eben über Mogadischu gefahren ist. Und auch der Kapitän Jürgen Schumann, der erschossen wurde damals. Ich bin 2 Jahre lang im Kapitän Jürgen Schumann Haus in die Schule gegangen, nämlich die Lufthansa Verkehrsfliegerschule, die ist nach dem benannt worden. Also das habe ich immer noch auf dem Schirm gehabt, weißt du, so dieses Bild, wie die den da rausschmeißen, in der Tür erschossen haben. Und also das ist, in dem Fall halte ich es auch, wie du sagst, man sollte mit Terroristen nicht verhandeln, weil die dadurch natürlich beim nächsten Mal bist du wieder erpressbar und so weiter. Aber was diese Deals angeht, jetzt zum Beispiel, wenn du es schaffst, wenn der statt 10 Jahre dann nur 8 oder 5 Jahre in den Knast kommt und du kriegst dafür den Schatz zurück, dann halte ich das fast für legitim. Oder aktuelles Beispiel, der Lebensgefährte der ehemaligen EU-Parlamentspräsidentin, die Griechin Kavli oder wie sie heißt, Kelly, gell? Der Lebensgefährte von ihr, der auch dicke in dieser Korruptionsaffäre mit drin war, der hat gesungen wie ein Vögelchen. Hat es geheißen. Ja? Man hat ihm wohl offensichtlich auch Druck gemacht mit 15 Jahre oder sonst irgendwas. Und wenn du jetzt brav und artig bist, dann 5 Jahre raus in 3,5 bei guten Bedingungen und so. Und das dann ist also Kronzeugenregelung. Ja, oder? Irgendwas so in der Richtung. Und dann hat der natürlich das ein oder andere erzählt, dass es eben nicht nur Katar war, die ganz großzügig in Europa unterwegs waren, sondern Marokko. Dass also Katar und Marokko hier ganz massiv mit dem Geldkoffer unterwegs waren in Brüssel. Und ich habe diese Woche von der Christine Anderson, das ist die AfD-Abgeordnete im EU-Parlament, die auch ganz groß in der Corona-Aufklärung sich beteiligt, die hat ein Interview gegeben beim Kontrafunk, wo sie gesagt hat, pro EU-Parlamentarier, das sind 705, Deutscher Bundestag hat 709, wenn ich richtig informiert bin, also nur mal die Größe, pro Parlamentarier in Brüssel gibt es 9 Lobbyisten. Und die haben Hausausweise. Die kommen da rein und raus, wie sie möchten. Ein Landtagsabgeordneter aus Deutschland, der muss jedes Mal ein Akkreditierungsverfahren über sich ergehen lassen, um überhaupt in dieses Parlament reinzukommen, obwohl er in einem Landesparlament als Politiker hauptberuflich arbeitet. Die Lobbyisten nicht. Die gehen da ein und aus. Und da hat sie halt dann drüber gesprochen, wie die Kontaktaufnahme stattfindet mit Leuten, die dann wird eingeladen bei Häppchen und dann mit Sekt und Hummer und was weiß ich und zum Abendessen und dann wird man und so weiter und so fort. Also ich und weißt du, was das eigentlich ist? Das ist ein Putsch. Ein erkaufter Putsch. Ja? Ja, ja. Die kaufen sich die Hausausweise sozusagen einfach, weißt du, ja, machen ein bisschen Lobbyarbeit, das ist ja alles legitim und so, weißt du, dann legen die einfach sau viel Geld auf den Tisch, ja, und dann müssen die da gar nicht putschen, so wie wir es kennen, weißt du. Die legen einfach Geld auf den Tisch, kaufen die Leute, aber im Endeffekt ist es doch nichts anderes. Und dann sitzen die ganzen Konzerne in diesem undemokratischen Konstrukt einer EU-Kommission und erdreisten sich über ganz Europa. Naja, regieren wäre jetzt zu viel gesagt, aber mit teilweise völlig blöden Regeln zu überziehen und Strafen und Sanktionen, wenn du dich dann nicht dran hältst. Ja, obwohl das niemals jemand demokratisch legitimiert hat. Machen die einfach. Und das ist eigentlich so krass. Wenn man mal drüber nachdenkt. Und es kommt halt immer auf die Perspektive an. Ja, du kannst es jetzt so formulieren oder so formulieren. Du kannst es so formulieren, wie ich es gerade getan habe. Ja, im Endeffekt. Ja, und da gerade bei Marokko, da geht es auch tatsächlich um spannende Themen. So, da geht es um Außenpolitik. Es geht auch um dieses Thema Westsahara. Das ist so ein umstrittenes Gebiet seit Jahrzehnten zwischen Marokko und Mauretanien. Irgendwann war das mal spanische Kolonie und das ist jetzt nicht mehr. Und das ist so, auf allen Weltkarten, die du so hast, so in der Schule war das schon so, ist halt so schraffiertes Gelände. Und dort gab es auch immer wieder dann Unabhängigkeitsbewegungen, auch militanter Art. Manchmal war das so am Rande vom Krieg auch. Das ist ein großes Thema für Marokko. Und dort haben die sozusagen dann Einfluss genommen aufs Europäische Parlament, auf Parlamentarier, die dann wiederum in so Ausschüssen sitzen, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen. Was ist der Status der Westsahara? Und die blockieren halt dann jedes Mal auch so internationale
Prozesse im Sinne von Marokko. Und das ist nicht in Ordnung sowas, ey. Das ist dann schon richtig ernste Sachen, weil da geht es dann, ja, es ist jetzt kein großartig dicht besiedeltes Land, aber da geht es durchaus um Fragen von Krieg und Frieden auch, die dann auf so eine Art und Weise dort wird da Einfluss genommen. Krass. Bei einem dieser Abgeordneten gab es, glaube ich, 1,5 Millionen im Hotelzimmer. Also so, das ist dann schon, also dann, und wie hat die Frau Andersen das gesagt? Also manch einer dieser Abgeordneten ist wohl der Meinung, dass dieses fürstliche Gehalt ist, die da kriegen, immer noch nicht ausreicht. Und das ist ja inflationsbereinigt oder wie sich das nennt. Also so wie die Inflation steigt, bekommen die auch Steigerungen diesbezüglich. Ja, ja und schwarz und steuerfrei. Ist, also jetzt hier das Bestechungsgeld. Ja, ja. Klar. Ja. Was, steuerfrei? Kein Steuerzahlen auf Bestechungsgeld. Aber ja, bei uns ist das, ich hatte gestern auf dem Weg zum Regentreff hinter eine längere Unterhaltung mit einem Freund, der hat mich begleitet und es ging ums Thema Korruption in anderen Ländern. Wir haben über Auswandern gesprochen, wie viele Menschen wir aus unserem eigenen Umfeld kennen, die jetzt irgendwo hingegangen sind. Ich kenne jemanden, der mich letztes Jahr kontaktiert hat und nach Paraguay gegangen ist und zwei Leute kenne ich, die auf Mallorca sind, zwei Familien aus Augsburg weggegangen und also wirklich eine ganze Reihe. Und da ging es eben darum, dass das dann aber nicht so einfach ist, wenn du da in ein anderes Land kommst und dann erstmal auch feststellen musst, dass da ganz andere Sitten sind. Und der Freund von mir, der hat eben diese Geschichte erzählt. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz hin, aber es ging um einen Fall vom Lebensgefährten einer älteren Dame, der krank wurde. Und der wollte, ich glaube, es war Kroatien. Der musste ins Krankenhaus. Aber du wirst da nicht behandelt, wenn du kein Geld auf den Tisch legst. Also dieses ganz normale, gängige Gebaren, dass man irgendwo, wenn man eine Dienstleistung haben möchte, egal ob es ein Pass ist oder ein Führerschein oder ein Antrag oder eine Baugenehmigung oder sonst irgendwas, dass es da in vielen Ländern, nicht alle, okay, aber viele Länder, ganz normal ist, dass man da einfach sich erkenntlich zeigt und die Beamten oder wer auch immer da dann an der anderen Stelle sitzt, das als ganz normal empfinden, dass das dann auch läuft. Auch die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, ist in diesen Ländern eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden und man tut so oft, wie es geht, also Schwarzarbeit, das ist da normal, da gibt es kein Unrechtsbewusstsein dafür in diese Richtung. Und ich will ganz bestimmt nicht mit dem Finger jetzt auf Kroatien zeigen, es war vielleicht auch ein anderes Land, was er mir gesagt hat. Was ich sagen möchte, ist einfach, es gibt Korruption außerhalb von uns, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ein kurzes Beispiel noch, ich stehe am Flughafen, quatsch wieder mal mit dem Bundespolizist, der neben meiner Dienststelle steht oder Kontrollstelle steht und der hat mir erzählt, dass er lange in Bulgarien an einer Kontrollstelle quasi stationiert war, Autobahnkontrollstelle, mit 5, 6, 7 Beamten an jeder Spur, einer mehr oder weniger. Und das Geld, was die eingesammelt haben, die Polizisten beim Überqueren der Grenze, wurde am Vorgesetzten abgegeben dann. Also das war vor 10 Jahren oder noch länger, wo der mir das erzählt hat. Es ging eben um EU-Erweiterung, was das eigentlich bedeutet, wenn die Länder mit diesen Strukturen bei uns aufgenommen werden. Ja. Und das haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm, dass das ja andere Länder, andere Fritten. Und wie gesagt, das ist keine Abwertung dieser Länder, sondern das sind die normalen Strukturen, die sich da entwickelt haben, die da eben sind. Ja. Und um auf den Punkt zurückzukommen, wenn wir dann als Deutsche da ankommen, vom hohen Ross herab und sagen, so, jetzt bin ich da und jetzt läuft es hier und ich möchte hier, zack, wo ist mein Antrag, wo ist meine Baugenehmigung, ich wollte diese Grubenanlage hier bauen, dann ist es halt nicht so einfach. Ja? Entschuldigung, ich komme gerade hier so ins, ich bin noch so aufgeregt vom letzten Elfmeter. Ja, Mai. Ein paar Leute sind korrupt, ein paar Leute lassen sich bestechen. Viele Gesellschaften beruhen letztlich darauf. In Ägypten gibt es sogar ein eigenes Wort dafür, Bakschisch. Weißt du, da hast du, das ist ja überhaupt nichts Neues. Wenn du halt dem nicht Einhalt gebietest durch Gesetze, die du auch strikt umsetzt, ja, und damit vielleicht auch über ein paar Jahrzehnte hinweg auch eine Gesellschaft dahingehend erziehst, dass er eben nicht mehr so korrupt ist. Wenn du das nicht machst, ja, dann ist die Gesellschaft korrupt. Und wie du gerade sagtest, das siehst du in
wahrscheinlich in mehr als der Hälfte aller Länder dieser Welt. Und im Übrigen, wenn du ins Krankenhaus gehst, musst du auch in die USA-Kohle hinklettern, wenn du behandelt werden willst. Ja, das wollte ich auch sagen. Das Beispiel beim Arzt, dass du da was zahlen musst, weiß ich nicht, ob das ein gutes Beispiel ist für Korruption, wo ich euch voll zustimme, das in manchen Ländern, das ist echt heftig, aber ist doch klar. Also ich meine nicht... Wenn du irgendwo im Ausland bist, dann musst du immer, wenn du zum Arzt gehst, musst du das bezahlen. Falsch ausgedrückt. Mit irgendeiner Krankenversicherung, da kann der Arzt in Indien gar nichts anfangen, das ist dem scheißegal. Holst dir von deiner Versicherung, der gibt dir eine Quittung, aber der Arzt, der wird dir nicht hinterhergehen, sondern der möchte halt Cash sehen. Ne? Das war falsch ausgedrückt. Es bestand Versicherungsschutz und um überhaupt eine Leistung zu bekommen, dass es überhaupt losgeht, da musst du Backschisch hinlegen. Das habe ich falsch ausgedrückt. Das war die Geschichte. Klar, Amerika, ich habe, als ich damals drüben war, 2 Monate, 94, so viele junge Menschen gesehen, denen reihenweise Zähne gefehlt haben. Geld regiert die Welt. Mit Geld kommst du einfach immer überall durch. Ja? Wer den größten Koffer auf den Tisch legt, hat gewonnen. Das ist nun mal so. Ja? Das ist eigentlich die zweitälteste Erkenntnis der Welt. Was ist die erste Erkenntnis? Ja, da gehen wir andere mal drauf ein. Das erklären mir meine Eltern dann, ja, okay. Ja. Ach so, ich habe das immer mit dem ältesten Gewerbe und zweitälteste Gewerbe. Jetzt ja, die Richtung. Jetzt so. Okay. Aber das müssen wir nochmal im Detail besprechen, ja, okay. Ja. Also, wir haben jetzt sehr viele Themen angesprochen, die uns noch ein kleines Lächeln dalassen, aber vielleicht ist es Zeit, dass wir uns jetzt mal ganz, ganz tiefen Themen widmen, das wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Frank, ich habe es programmiert, ich bin feuerbereit. Bitte erkläre uns, welches Thema wir vielleicht jetzt noch aufmachen sollten. Ja, es ist ein Thema, von dem wir glauben, dass es wahrscheinlich große Kontroversen innerhalb unserer, ich sage jetzt mal Bubble, hervorrufen wird. Aber nichtsdestotrotz, ja, unter anderem sind wir ja auch dafür, ja, ab und zu mal einen Finger in die Wunde reinzulegen, auf den Nerv draufzudrücken. Billy Six hat einen neuen Film gemacht und ich kann ehrlich gesagt voller Stolz verkünden, dass der auf Nuviso gelauncht wird. Im Moment ist er noch nur für Nuflix-Abonnenten verfügbar, aber auf jeden Fall werden wir den dieses Jahr noch online stellen. So, ich möchte gerne den Trailer zeigen, aber vorher noch vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen. Denn worum geht es in diesem Film? Es ist ein Film über die Ukraine, um genau zu sein, aus der Frontstadt Kharkov. Billy musste sich entscheiden, ja, von welcher Seite stellt er diesen Krieg dar? Ja, da hast du ja dann die Wahl, ja. Entweder guckst du dir das sozusagen unter dem Schutz russischer Soldaten oder eben der ukrainischen Armee an, weil ohne diesen Schutz kannst du nicht in die Nähe der Front. Ja, da bist du wahrscheinlich ein leichtes Ziel, was dann wahrscheinlich auch schnell zur Beute wird. So, und Billy hat sich halt gedacht, na gut, von der anderen Seite, Donetsk und so weiter, da berichten ja auch schon viele. Schaut er sich das eben von der anderen Seite an. Und das war wirklich, muss man sagen, unter Lebensgefahr. Ne? Er ist jetzt nicht gerade beliebt in der Ukraine und als er seine ersten Postings via Telegram auch aus Kiew veröffentlicht hat, wusste man dann auch, dass er in der Ukraine ist. Und sofort gab es da auch eine Fahndung, ja? Sowohl von staatlicher Seite als auch von Azov-Seite wurde ihm nach dem Leben getrachtet, hat eine Menge Morddrohungen bekommen. Und ich finde wirklich, also Billy Six, ich weiß es nicht, ob es bei ihm einfach zu viel Naivität ist oder wirklich diese enormen Eier aus Stahl, die ihn immer wieder, aber wirklich immer wieder in solche Kriegsgebiete ziehen. Ja. Wie gesagt, er war in syrischer Gefangenschaft, in Venezuela war er im Knast und beide Male hat ihn der russische Außenminister Lavrov rausgeholt. Und deswegen ist er sozusagen bei den Ukrainern suspekt, weil er sogar die Nähe hat zu Lavrov, der immer noch Minister ist und der natürlich aus ukrainischer Sicht der Kriegsminister vom Feind ist. Deswegen haben die zunächst mal gedacht, der Typ ist pro Russland, was macht der bei uns? Spioniert er vielleicht sogar? Und war das nicht der Vorwurf? War das nicht sein Film über MH17 auch, warum die einen Stress haben mit dem? Ja, okay. Genau, er ist wahrscheinlich der einzige Journalist, der wirklich diesen 4000-seitigen Abschlussbericht über MH17 gelesen hat und dazu recherchiert hat, ihn an manchen Stellen widerlegt hat. Und das ist wirklich eine sehr detaillierte Arbeit von ihm. Aber gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber genau das führt eben dazu, dass er jetzt eine Persona non grata in der Ukraine ist. Und dadurch, dass ihm Lavrov auch zweimal wirklich aus einer extremen Situation geholfen hat, wo selbst das deutsche Auswärtige Amt ihn hat links liegen lassen oder
rechts liegen lassen in dem Moment aus deren Sicht. Aber Lavrov hat ihm da geholfen und man sollte eigentlich fast meinen, aus all den genannten Gründen müsste Billy Sixx eigentlich von der anderen Seite berichten. Aber nein, ja, er geht den noch schmerzhafteren Weg und begleitet die ukrainische Armee und befragt vor allen Dingen die Zivilisten vor Ort auch, nachdem die Russen wieder abgezogen sind und die ukrainische Armee das dort wieder eingenommen hat, und stellt halt da eigentlich auch die richtigen Fragen. Und meiner Einschätzung nach gelingt es ihm in dem zweistündigen Film auch wirklich neutral zu bleiben. Er berichtet halt objektiv über das, was er vor Ort erfährt, sieht und gesagt bekommt, ja, und dokumentiert das. Und das ist eine respektable Leistung und deswegen freue ich mich auch, dass er den Film bei uns jetzt publiziert. Und ohne weiteres Gequatsche würde ich einfach gerne mal sagen. Aber eins noch wollte ich noch dazu anmerken, weil ich stimme dir in allem zu. Wir erwähnen das auch deshalb, weil es ist ja so, sobald du jetzt aus ukrainischer Sicht das berichtest, wir reden nur mal von der Sicht, weil eben auf der Seite von der Front ist, dann kommen da ganz schnell dann Vorwürfe, ja, der ist halt hier, nimmt halt das westliche Narrativ auf. Aber deswegen haben wir ein bisschen auch Billy Sixx vorgestellt, weil den nicht jeder kennt den. Das ist ganz sicher kein Typ, der jetzt irgendwie im Auftrag eines westlichen Narrativs dort berichtet. Mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil, der Typ hat sich schon mehrmals bei westlichen und internationalen Powergamern so unbeliebt gemacht, dass er ins Gefängnis gewandert ist. Also der steht bestimmt nicht im Verdacht, dass der jetzt hier eine pro-westliche Erzählweise in seinem Film bringt. Sondern tatsächlich, er geht halt wirklich dorthin. Und naja, wenn das, was er erlebt, im Endeffekt beim Zuschauer das Gefühl vermittelt, das ist jetzt eine pro-westliche Sicht, ja gut, da muss man sagen, ja, es ist aus der ukrainischen Sicht. Er war auf der Seite der Front und da bekommt man natürlich überwiegend solche Aussagen, die in diese Richtung gehen. Aber darum geht es ja nicht, in diesem Film eine Aussage zu vermitteln, sondern einfach nur zu zeigen, was ist. Und das muss man natürlich immer in den Kontext setzen. In Donetsk hätte der Film eine komplett andere Aussage gehabt. Ja? Oder in Bachmut, da wäre es wahrscheinlich gerade das totale Chaos. Dieser Film handelt über Kharkov. Und zwar nachdem die Russen erst dort waren, seit Kriegsbeginn fast, ja, und jetzt wieder abgezogen sind. Da ist es natürlich zu erwarten, was da für Aussagen kommen. Aber es ist eben wichtig, es von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Und ich finde einige Reaktionen bereits schon auf den Trailer tatsächlich auch sehr interessant. Er sagt auch viel aus über die Wahrnehmung, dass man, naja, manche Sachen vielleicht auch gar nicht hören will, ja, wenn sie nicht ins eigene Weltbild passen. Das ist wiederum so meine Wahrnehmung. Aber wie gesagt, lasst uns doch einfach mal kurz reinschauen. Ja. Heute Vormittag ist hier eine Uragan eingeschlagen. Und es sind drei Menschen hier an dieser Bushaltestelle gestorben. Do you like Putin? Здравствуйте. What do you think about Putin? Right now we're in the sports complex of the Karazin University of Kharkiv. Попали прямо в рынок. Рынок загорелся. Легкие конструкции из горючего материала было сделано. И в этот момент взрыв сразу. Я чувствую, мне что-то ляп, что-то по животу. Я поднимаю, смотрю, у меня так вот все, что было, вот это сейчас. This my boot. Она запеклась так, что я мою, даже не отмывается. Горячая настолько была. Is telephone dead man? It's her telephone. And shoes. This man is dead. They want to belong to Russia or to Ukraine? So, von dem Geschosseinschlag in dieses Wohnhaus bis hier sind es 260 Meter und diese Eisensplitter sind hier so weit geflogen und hier können wir sehen, ist er denn reingedonnert? 13 Jahre ist Dimitri alt geworden. Das ist der Vater. Is it maybe a solution to make Kharkiv part of Russia, to wait for Putin and then have good business opportunities in Russian Empire? Was ich hoffe,
що хочете туди, діток стріляють. Сусід погиб, а я можу концентрувати. Wir wissen, die Systempresse ist eine Milliardenindustrie. Die GZ, also ARD und ZDF allein, haben 8,5 Milliarden Euro. Aber glaubt mal nicht, dass die den armen Leuten hier helfen. Die nutzen das Geld lieber für sich allein. Ja. Alles privat getragen. Leider hilft uns keine Organisation. Ich habe es probiert, die antworten absolut nicht. Welche nicht zum mal Beispiel? Nein, das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel. Es wird nicht mal zum Internationalen Roten Kreuz weitervermittelt. This is dangerous. Dangerous? Yeah, this is dangerous. Это русский. Русский здесь жир. Русский позицион. Был. Телевизор. Picture. So they took from houses, yeah? Yeah, yeah. Mm-hmm. What is? Oh, Kharkiv. Mm-hmm. In Russian media it is said that here is fighting West Ukrainian people against the Russian army, and Russian army wants to liberate East Ukrainian people. So, from where are your soldiers, and which language do they speak in the front line? It's for you. Okay, дякую. It's what, Russian? Yeah, it's Russian. Do you get support from outside, weapons, or is it the old weapon technology of Soviet Union being used? How, can you ask how many kilometers the Russian army from here? 1 kilometer. 1 kilometer? Если бы нас увидел бы дрон или беспилотник, то нам бы было бы не сладко. Возможно, по нам бы открыли огонь. Wir sind noch einmal lebend rausgekommen aus der Frontzone. Und da sind wir wieder. Ja, also wie gesagt, den Film gibt es jetzt schon für Abonnenten auf NoFlix und dann demnächst die Tage, ich warte noch auf den richtigen Moment, werden wir den natürlich auch veröffentlichen. Und ja, hier hat auch gerade jemand im Kommentar bemerkt, diesen Konflikt von beiden Seiten zu beleuchten, ja, Frontstadt Donetsk als auch Frontstadt Krakow, das schafft nur Nowiso. Und ich habe so drüber nachgedacht, ja, in der Tat, also es gibt wenige Medien, die das wahrscheinlich irgendwie von beiden Seiten beleuchten, weil das ja dann irgendwie widersprüchlich ist. Andere haben jetzt hier gefragt, was ist die Aussage, was ist die Mission? Einfach zeigen, was ist. Ja. Ist diesen Spruch kennt man schon von einem anderen Medium, die dem aber gar nicht gerecht werden, ja. Genau, völlig richtig. Das ist immer das Motto gewesen hier damals von Augstein, Spiegelgründer und so weiter. Zeigen, was ist, sagen, was ist oder schreiben, was ist. Und ja, das ist, was hier einfach passiert. Und das ist Krieg. Und im Krieg passieren diese ganzen hässlichen Dinge. Das ist die Wahrheit vom Krieg. Und ich habe so riesen Respekt vor Billy Six, dass der diese Arbeit macht. Ich würde es nicht machen. Also boah, du setzt dich da so vielen Gefahren aus. Aber Respekt, dass es jemand macht, und auch Respekt an dich hier, dass du diesen Film dann auch veröffentlichen kannst, ja, oder veröffentlichst. Weil, ja, sagen, was ist, zeigen, was ist. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen meinem Empfinden widerspiegelt. Weil fast, also meinem Empfinden nach, fühlt sich fast jeder dazu berufen, diesen Konflikt irgendwie einzuordnen, ja. Und für die meisten ist das ein Konflikt zwischen Russland und dem Westen, beziehungsweise zwischen Russland und den Ukrainern. Ich sehe aber immer wieder, vor allen Dingen, wenn man sich eben beide Seiten anguckt, das Leid auf beiden Seiten, die Argumente auf beiden Seiten, sehe ich immer diesen Konflikt oben gegen unten. Ja, du hast immer die Zivilbevölkerung, die leidet und gar nichts dafür kann, ja. Außer, ob du jetzt in der Ukraine oder in Donetsk oder in Moskau oder in Berlin geboren bist, weißt du, kannst du ja nichts dafür. Musst du dich dann automatisch dem Diktat des Staates, in dem du lebst, unterordnen? Ja? Wenn du Pech hast, fällt das Nachbarland ein, du kommst nicht mehr raus, ja, musst plötzlich in den Krieg, ja? Oder das Angreiferland, den gehen da Soldaten aus, musst du für die kämpfen. Da sehe ich das Problem, und es ist völlig egal, ob das Ukrainer, Russen oder sonst wer ist. Das sind Menschen, die in den allermeisten Fällen in diesen Krieg gezwungen werden, ja, die darauf gar keinen Bock haben,
trifft nicht auf alle zu. Ja. An der vordersten Front findest du auch viele, die das geil finden. Die gibt es auch. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es doch immer wieder die Zivilbevölkerung, die leidet. Und ich will da keinen Unterschied machen zwischen Ukrainern und russischstämmigen Ukrainern und Russen. Ja. So nach dem Motto, gutes Sterben, böses Sterben. Es ist mir irgendwie zuwider. Und ich habe es in der letzten Sendung schon mal obszön genannt, was man da teilweise kriegt. Und was ich auch an der Stelle ansprechen, ich weiß, mache mich da nicht bei allen beliebt, aber ich finde es eigentlich eine absolute Tragödie, dass mitten im Winter da Millionen Menschen in den Blackout in die Kälte gebombt werden, ja, als politisches, geopolitisches Druckmittel. Ätzende. Ja, ey, wirklich ganz stark, Frank. Ich kann mich nur voll anschließen. So. Genau das ist, was Krieg ausmacht. Und heute haben wir in diesen geopolitischen Lagern, wir analysieren und so weiter, und generell in unserer Zeit gibt es diese Lagerbildung. Aber vielleicht sollten wir uns wieder besinnen auf das, was eigentlich noch früher auch unser aller Konsens war. Ey, Krieg ist fuck war, weißt du? Das ist einfach nur ätzend, was dort passiert. So. Und das verlieren wir irgendwie aus dem Blick, weil die Realität, die das für die Menschen dort bedeutet, ja, am Ende, wir verlieren uns immer in dieser Lagerbildung und dann, wer ist dafür verantwortlich und dieser ganze Kram. Aber da verlieren wir auch diese gemeinsame Basis, dass einfach Krieg an sich der Gegner ist. Ja. Ich habe vor kurzem zwei Erfahrungen hier gemacht. Das eine war, in der Nacht ist die Heizung ausgefallen. Das war vor dieser extremen Kälteperiode, aber es war schon kalt. Und ich habe es gemerkt, als ich in der Früh runtergekommen bin, das war einfach sechs, sieben Stunden in der Nacht ist es ausgefallen. Mir ist es am Morgen um 9 aufgefallen, weil ich zum ersten Mal ohne Hausschuhe auf der Fußbodenheizung stand. Und ich so, oh Moment, da stimmt was nicht. Keller runter, Heizung ausgefallen. Okay, alles klar. Das waren 6 Stunden und die Temperatur im Haus ist deutlich gefallen. Und dann war kurz der Gedanke so, shit, was heißt das, wenn jetzt plötzlich 2 Tage, 3 Tage, 2 Wochen keine Heizung mehr da ist. Und auch diese Woche war einmal kurz der Strom weg, das war aber weniger als 10 Sekunden. Es war wirklich zupp, Strom weg und wir waren dann schon alle so, oh oh, geht's jetzt los? Weil Solaranlage macht jetzt gerade auch nichts, das hat jetzt momentan überhaupt keinen Sinn, weil erstens Sonne so schief, viel Schatten und dann auch noch Schnee drauf, also da vergiss es. Ne? Also, und dann war der Gedanke natürlich da, dass jetzt gerade ein ganzes Land in dieser Situation ist, dass mehr oder weniger die gesamte Infrastruktur in der Ukraine jetzt gerade zerschossen wird. Wir lassen jetzt bei diesem Gedanken gerade eben, warum das passiert und den Vorgeschichte und das alles, das lasse ich jetzt alles weg bei dieser Bewertung, weil ich glaube, oft genug zum Ausdruck gebracht habe, dass ich nachvollziehen kann, warum die russische Regierung das und das gemacht hat und sich zu diesen Dingen gezwungen gefühlt hat. Aber ein Land in Geiselhaft zu nehmen mit 40 Millionen Einwohnern, das ist auch, da muss ich auch innerlich sagen, da bin ich, die ganzen Kinder, die jetzt frieren bei minus 20 Grad, die Leute, die einfach kein Wasser mehr haben, kein Wasser, keine Toilette, weißt du, Nahrung, die Bedürfnisse, all diese Dinge, du kannst nicht einfach ein Feuer machen in einer Blockwohnung und so weiter. Das ist etwas, was mir wirklich auch massiv zu denken gibt, was da jetzt gerade passiert. Wie gesagt, strategisches Denken, russische Sicht, die müssen da den Sack zumachen, was auch immer, aber mit der Nummer, also wenn sie das jetzt so weiter durchmachen, werden sie wahrscheinlich viele, die nachvollziehen können, was passiert ist, da verlieren in diesem Sinn. Ich versuche es neutral zu machen, aber es ist wirklich, ich empfinde es als humanitäre Katastrophe, der ganze Krieg. Aber gerade jetzt, was da passiert, das geht nicht. Was in dem, sag ja, du mal. Nee, mach du. Nur ganz kurz, wie es in dem Trailer, glaube ich, auch irgendein O-Ton war, irgendeine Stimme war. Ey, ich meine, Putin erzählt, wir sind ja alle hier russische Brüder und Schwestern, aber ich meine, wir werden nicht behandelt wie Brüder und Schwestern. Und die Ukraine, deren Herz wird, ist wahrscheinlich für Generationen verloren oder für immer. Also im Verhältnis zu Russland. Ja, das denke ich wahrscheinlich auch. Also von allen die jetzt irgendwie unter dem Blackout, Kälte und vielleicht noch tragischerem zu leiden haben. Ich kann mir nicht vorstellen, aber das ist jetzt nur eine rein persönliche Mutmaßung, ja, dass die von Russland jetzt noch befreit werden wollen, ja, nach all dem, was jetzt ein Dreivierteljahr passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen. Und der Film von Billy zeigt das ja auch, dass es in Rakhov oder Rakhiv,
Das ist dasselbe. Zumindest nicht so ist. Und ich denke mal, das wird da relativ stellvertretend für viele Städte sein. Und Charkow gerade ist ja vor dem Krieg eher 80%ig so russischstämmig gewesen. Ja. Es ist ja jetzt eher nicht so die Westukraine. Ja, das ist Ostukraine. Und ja, an manchen Orten, wie gesagt, ist das Bild ein genau anderes. Genau, das wollte ich kurz aufgreifen, dass man den gleichen Film auch mit einer Stadt machen könnte, wo es genau andersrum ist. Wo Ukrainer sind, die jetzt nur noch darauf warten, bis die weg sind oder froh sind, dass die Russen jetzt da sind. Das gibt es natürlich auch. Und ich habe es jetzt schon oft im Chat gelesen, auch die letzten Tage, weil das ja schon doch einige Leute gesehen haben, dass der Vorwurf kam, dass es, Entschuldigung, dass es zu einseitig ist. So nach dem Motto, wieso macht nur Wieso keinen Film mit Röper im Donbass und so weiter. Darum geht es aber gar nicht. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären wie ich. Sondern es ist jetzt die Sicht von diesem Moment in dieser Stadt. Und was die andere Seite ist, das ist wieder ein anderer Aspekt, den man auch anschauen muss. Es geht nur um diesen Moment. Und es geht hier um die Menschen, die vor Ort sind. Und ich glaube, das, ich versuche es jetzt mal rein zu interpretieren, war das eigentliche Ziel dieser Dokumentation, ja? Ja, wie gesagt, eine Absicht dahinter ist bestenfalls eben zeigen, was dort los ist, wie man das dort sieht. Weil natürlich auch, ich hatte ja schon mal von Paralleluniversen gesprochen. Weißt, es gibt halt so diese enorm pro-westliche Sicht der Dinge, ja, und diese pro-russische Sicht der Dinge. Und ich kann mich dafür keins von beiden erwärmen. Ja. Ich habe schon immer irgendwie so die Obrigkeit kritisiert, egal welche Sprache die spricht und in welcher Institution die sitzt, weil da bin ich eben skeptisch, den muss man auf die Finger schauen. Und ich bin eben der Meinung, dass viele so dieser Absicht ganz unterbewusst folgen, so der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja? Genauso funktioniert halt dieses Teile- und Herrsche-Prinzip. Und da bleibe ich skeptisch. Und wie du gerade sagtest, Frontstadt Donetsk, eigentlich sind die Filme sich doch sehr gleich. Ja. In beiden Filmen wird eigentlich dasselbe gesagt. Du siehst Zivilisten, die meckern über die Bomben werfen. Das ist das Gleiche, ist eigentlich überall das Gleiche. Ja. Geschädigte Leute, ausgebombte Leute, ja, leidende Leute, die über die schimpfen, die dafür verantwortlich sind. Und auf der einen Seite sind es eben die und auf der anderen Seite eben die. Und da gibt es eigentlich für mich nicht der eine hat Recht und der andere Unrecht. Und wie hat es Chronisch Malz so schön gesagt, Verstehen und Verständnis sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, ja, die Fakten kenne ich auch, ja, habe ja Filme drüber gemacht und ich weiß, was dazu geführt hat aus russischer Sicht. Aber meiner Meinung nach ist es halt auch so, dass die Absicht zwar klar ist, aber man es trotzdem extrem verkackt hat. Und ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, inwiefern das bestätigt ist, aber die von der Leyen sagt das und von der anderen Seite hört man das auch, dass es bereits auf beiden Seiten an die 100.000 Tote gibt. Natürlich überwiegend militärisch, aber ist das nicht in Grauen? Und jetzt bei diesen Temperaturen, es erinnert an Stalingrad und das im Jahr 2022, dieses Armutszeugnis der kompletten Menschheit muss man irgendwie erstmal verdauen. Ja? Ich dachte wirklich, wir sind da weiter. Und was mich zunehmend stört, ist tatsächlich dieses Klein-Klein, dass man sich in der Analyse im Detail verliert über den Stellungskrieg, wer ist da jetzt wie gerade vorne, ja, was ist jetzt in Bachmut? Die einen sagen, da machen die Russen jetzt einen Sack zu, die anderen schwärmen von den Erfolgen der ukrainischen Armee. Wirst eigentlich von beiden Seiten nur verscheißert, weißt du? Und jeden Tag sterben da hunderte Menschen, manchmal Tausende. Ja, geht's denn noch? Das ist, und in der Wahrnehmung, das sagen auch viele Psychologen, habe ich in letzter Zeit viele Interviews dazu gehört, dass in der Wahrnehmung ganz vieler das eher so wie so eine Serie ist, wie so ein Computerspiel. Ja, das ist für viele gar nicht mehr real, was da in der Ukraine passiert. Das ist erschreckend. Ich fühle mich auch neutral. Aber den Krieg angefangen hat Russland. Und Russland könnte diesen Krieg auch als erstes beenden. Und Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Weil das, was am Anfang vielleicht die Absicht war, ich verstehe die Motive, verstehe ich. Ich kenne die Vorgeschichte auch sehr gut. Aber die Motive, die Russland vielleicht hatte, die Ukraine auf Dauer oder Teile der Ukraine auf Dauer Russland einzufügen, das ist gescheitert. Und Russland kann hier nichts mehr gewinnen, ne?
aus meiner Sicht. Momentan sieht es so aus, wie wenn eine große Offensive bevorsteht. Das ist das, was ich so wahrnehme aus den letzten Tagen, aus allen an Artikeln oder Analysen und eine russische Offensive. Ja, die Truppenzusammenziehungen im Norden von Kiew, also an der weißrussischen Grenze, die werden massiv. Es kommen massiv schwere Waffen rein. Auch der, ich sage jetzt nochmal ganz kurz ein paar Stichpunkte, die ich so jetzt im Kopf habe, die jetzt eingezogen worden sind, die Wehrpflichtigen? Da gab es ein anderes Wort dafür. Ja, es sind Wehrpflichtige, aber die jetzt rekrutiert worden sind, die 300.000, da sind viele natürlich im rückwärtigen Raum, in der Etappe, aber viele sind in den Kampfverbänden aufgetaucht oder jetzt eingegliedert, und es sieht so aus, wie wenn jetzt die Ukraine zum ersten Mal nicht mehr Truppen wie die Russen haben. Und also ich gebe jetzt nur wieder, was ich gelesen und gehört habe, dass also viele Analysten davon ausgehen, dass mit weiterem, mit General Frost oder General Winter heißt er auch, wenn also der Boden so tief gefroren ist, dass also auch Panzer und schweres Gerät da fahren können, dass da also eine Großoffensive bevorsteht. Manch einer geht sogar schon aus von Kiew, dass die nochmal einen Anlauf auf Kiew nehmen, was ich mir nicht vorstellen kann, aber die Kriegsentwicklung sieht von der militärischen Seite aus so aus, dass die Russen da jetzt erst noch richtig loslegen. Und das gibt natürlich dann auch, wenn ich mir das vorstelle, was das noch mehr bedeutet. Ja, so und also die Entwicklung in dem nächsten Vierteljahr, im nächsten halben Jahr vielleicht sogar, die sieht in meinen Augen nicht so aus, wie wenn wir da jetzt demnächst irgendwelche Friedensverhandlungen hätten oder irgendwelche Gruppen zusammengekommen sind, obwohl immer wieder Gefangene ausgetauscht werden. Das heißt, es gibt doch irgendwelche Kontakte, aber das ist insgesamt eine wirklich dramatische Situation, vor allem um Bachmut. Die Schlacht um Bachmut ist jetzt, wo wir sprechen, ist das die größte Schlacht, die überhaupt in dem Krieg stattfindet. Also größer wie irgendeine andere Schlacht, die da gerade stattfindet. Und die scheint wohl von der Strategie oder von der Bedeutung her für den weiteren Verlauf ziemlich, ziemlich groß zu sein. Und das ist wirklich, wir haben da, glaube ich, neulich schon mal drüber gesprochen, dieses Bild aus den Gräben, aus den Schützengräben von 1916 in Verdun, wo man diese apokalyptische Landschaft sieht mit diesen Bäumen, wo nur noch der Stumpf steht und viele Schützengräben und auch so die Soldaten im Dreck und im Matsch und im Schlamm liegen und eigentlich in einem, weißt du, diese Knochenmühle Verdun wird da dargestellt. Und dann gibt es ein Bild eben auch aus der Ukraine, wo ähnliche Situation ist, wo Granaten eben alle Bäume zerfetzt haben und die dann da in ihren Gräben im Schlamm und im Dreck und im Schnee liegen und so. Und der Kommentar war in diese Richtung dann eben, wie weit ist der Mensch gekommen in 106 Jahren seit 1916? Eigentlich nicht weit. Und in diesem Punkt möchte ich deinen Gedanken nochmal aufgreifen, Frank, weil du gesagt hast, dass da viele Leute gar nicht sehen, was da eigentlich stattfindet, weil wir uns im Klein-Klein verlieren, auch in unserer Bubble. Ich sehe dann auch in der sogenannten Wahrheitsbewegung, in den alternativen Medien, sehe ich auch wirklich beide Narrative vehement verteidigt und auch fast schon uneinbar. Ja? So, also wie du gesagt hast, die Ukrainer machen jetzt Fortschritte. An Triumphant Autumn hat eine amerikanische oder englische Zeitung geschrieben. Also ein triumphaler Herbst, den die Ukraine hinter sich hat. Und auf der anderen Seite kommt dann die Analyse eben, ja, wo denn? Gab es keinen Triumph in der Richtung? Da gab es nur ein paar Geländegewinne. Und die Stadt Cherson, die die Russen aufgegeben haben, hat sich als Desaster für die Ukraine entwickelt. Also hast du gleich wieder das Gegenteilige und so. Und wenn man jetzt uns mal aus der Vogelperspektive, ja, aus dem Adlerblick auf das Ganze packen, dann wird es nämlich sehr interessant, und da möchte ich einen Programmhinweis geben für eine Dokumentation oder vielmehr für einen Vortrag, der bei Nuviso in einem Monat irgendwann mal gelaufen wird, nämlich der nächste Vortrag beim Regentreff. Also gestern war ja wieder Regentreff, das war jetzt wegen Weihnachten natürlich schon gestern und nicht erst am letzten Samstag im Jahr. Das wäre ein bisschen komisch, weil das ist, glaube ich, Silvester. Und deswegen kommt in einem Monat dieser Vortrag, und den möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn er denn dann, vielleicht kommen ja einige dann auch als Besucher, und zwar Christian Köhlert wird sprechen über
die Phoenix-Hypothese. Und ich lese nur mal kurz vor, was er als, nicht als Text, sondern was Thema ist. Ist die aktuelle Weltlage eine riesengroße Ablenkung? Was, wenn das, was wir auf der Welt, was auf der Weltbühne geschieht, weder Zufall noch Wahnsinn ist, sondern alles nach Plan verläuft? Christian Köhlert, ein Kenner der Wahrheitsbewegung, knüpft alternative Theorien und Whistleblower-Aussagen zu einem Gesamtbild zusammen. Der Vortrag präsentiert seine Phoenix-Hypothese, die ein Modell liefert, warum das System solch bizarre Manöver auf der Weltbühne veranstaltet, dass selbst in den alternativen Medien die Ausdeutungen immer weiter auseinanderklaffen. Die These postuliert, dass ein zyklisches Phänomen der fundamentale Grund für all die transformativen Prozesse ist, die wir seit 2020 vermehrt beobachten können. Und Christian ist nicht nur einer meiner besten Freunde, die kenne ich schon so lang, sondern auch wirklich ein Kenner der Szene. Er war bei Secret TV Chefredakteur, hat den Film gemacht mit Dieter Bröers, Revolution 2012, Project Camelot, ist eng verknüpft mit vielen Leuten und ich schätze seinen Rat und die Gespräche mit ihm sehr und ich bin auch sehr gespannt. Beim Nexus Magazin ist dieser Artikel auch schon veröffentlicht worden, müsst ihr mal suchen im Netz, vielleicht findet ihr den oder holt euch den vom Nexus Magazin selber als PDF. Das ist wirklich dann der Adlerblick, der mir oft fehlt, muss ich ehrlich zugeben. Und ich glaube, du, Frank, hast den schon öfters mehr oder weniger skizziert und auch eingeschlagen oder angewendet. Also erstmal, ich finde es gut, dass er das als Hypothese verkauft. Das ist sein Modell. Ja? Das finde ich schon mal super. Es ist jetzt keine so ist es hier, die große Lüge, hier ist die Wahrheit, sondern ich kenne Christian ja auch und er ist eher sehr zurückgenommen. Ja? Und wenn er sich äußert, dann ist es schon fundiert. Wobei das jetzt ja wirklich ein sehr reißerischer Text ist. So. Das klingt auch schon wieder so, hier ist die ultimative große Plan. Es ist halt seine Hypothese und das finde ich sehr interessant, weil es verknüpft tatsächlich ganz viele auch meiner Interessensgebieten. Ja? Auf der einen Seite halt dieses Zyklische, woran ich ja auch glaube, ja, aber das ist schon eher was Philosophisches, vielleicht sogar Theologisches oder Quantenphysikalisches. Ja, es geht ja eher, es sind ja alles solche Themen, wo wir alle letztlich nicht der Weisheit letzten Schluss gefunden haben bis jetzt. Ja. Und das eben verbunden mit Geopolitik und aktuellem Weltgeschehen wird bestimmt ein sehr, sehr spannender Vortrag. Ja. Christian ist ein sehr schlauer Kopf. Ich möchte nochmal um diesen Kontrast darzustellen, mal zwei Kommentare vorlesen. Ein Kommentar und dann noch ein Kommentar, der darauf geantwortet hat, um auch nochmal so die verschiedenen Sichtweisen darzustellen. Und zwar der eine Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, wo der geschrieben stand, ist auch egal, der schreibt, Putin hat Russlands Armee schwere Verluste beigebracht. Er hat die NATO noch näher an Russland geführt, Stichwort Schweden-Finnland. Die NATO wieder konsolidiert und zur Aufrüstung motiviert. Russland global stark isoliert, sodass selbst geglaubte Verbündete auf Abstand gegangen sind. Russlands Wirtschaft und Wohlstand dauerhaft für Generationen ruiniert und hat die Ukraine zunehmend militärisch selbst ausgestattet und zu einem NATO-Standard an seiner Grenze verholfen. Putin ist der Geostratege des Jahres. Ja, Klaus Schwab würde applaudieren. Gegenreaktion auf diesen Kommentar. Schweden und Finnland sind noch nicht in der NATO. Erdogan blockiert noch immer. NATO rüstet auf, was massive Gewinne für die Rüstungsindustrie bedeutet. Ja, Russland baut neue Allianzen, verkauft mehr Öl und andere Rohstoffe nach Asien. Andere Länder wollen liebend gern zu den BRICS-Staaten. Russland hat einen Handelsüberschuss, Rekord, Lebenskosten und Preise sinken, Renten steigen etc. Durch die Konsolidierung seit 2014 und die immensen Rohstoffvorkommen ist Russland autark, gerade im Lebensmittelbereich. Die Wirtschaft leidet sicher in vielen Bereichen, aber im Vergleich zu unserem westlichen katastrophalen Abschwung relativ stabil. Militärisch ist die Ukraine seit Jahren in Richtung NATO getrimmt worden. Wie weit sich das nach den Kampfhandlungen noch so sein wird, gilt abzuwarten. Also wie gesagt, es sind zwei Sichten auf eine und dieselbe Sache und beide haben absolut ihre Berechtigung. Ja? Bei beiden kannst du sagen, ja, okay, stimmt. Mhm. Für beide findest du für die Aussagen eine ganze Menge Fakten und Indizien, die diese Aussagen stützen. Es ist eine Ansichtssache. Da gibt es gar kein ultimatives richtig und kein ultimatives falsch. Ja? Das kann man sich jetzt halt aussuchen. Und im Endeffekt ist eben, wenn man sich das nicht einseitig betrachtet, der Schluss. Und da bin ich dann ganz bei Christian Köhlert und seiner Phoenix-Hypothese, ja, bin da schon sehr gespannt, dass das noch am logischsten erscheint, um diesen ganzen Wahnsinn zu erklären. Ja. War jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen
verschachtelt ausgedrückt. Nee, aber es zeigt auch gut dieses Spannungsfeld, dass das auch in unserer Gesellschaft, und ich meine jetzt Gesellschaft, ich habe extra versucht, ein deutsches Wort zu nehmen, ich wollte Community sagen, aber Gemeinschaft klingt auch irgendwie so, bei unseren Zuschauern, fertig, bei denen, die sich diesen Themen widmen, dass da auch dann wirklich schon es wirklich auseinanderklafft in der Analyse, in der Wahrnehmung. Das merkt man ja bei uns schon, ja. Also vielleicht ist das ja das Eigentliche, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja? Und wenn man jetzt mal aufnimmt, zum Beispiel haben viele schon gefordert, Mensch, das wäre doch mal ideal, Ernst Wolf und Thomas Röper in einem Gespräch. Das habe ich schon so oft jetzt gehört, auch auf dem Regentreff, als Ernst Wolf da gesprochen hat, hieß es dann, ja, wie sehen Sie denn das mit Putin und so weiter? Und die These von Wolf ist ja, dass, oder sagen wir es mal so, Putin ist Schwabs Meisterschüler. Exakt. Ja, so. Und auch dafür gibt es Punkte, weil der Ernst Wolf ja auch ein gut sortierter Mensch ist, also sprich hochintellektuell, der ein großes Aufnahmevermögen hat, der das auch alles analysiert, der bringt dann den und den und den und den einen Punkt. Und dann gibt es darauf die Republik, die dann eben so eher in Richtung kommt, was Thomas erklärt und analysiert. So, ah, das muss man anders sehen, weil das ist so und so und so, ja. Und dann stehst du dann dazwischen und denkst dir, okay, wie du sagst, du hast für beide Punkte, hast du, ja, kann ich, würde ich jetzt so sagen, und aber was ist es jetzt? Ja? Und ich bin da oft auch verloren dann in diesen Gedanken, weil ich es gerne habe, dass ich halt irgendwo weiß, wo es hingeht. Wir versuchen ja alle, das zu durchdringen und Erklärungen zu finden und dadurch irgendwie das greifbarer zu machen. Aber das entgleitet mir. Das ist genau der Punkt. Wir versuchen halt irgendwas zu verstehen. Ne? Aber dann bewegen wir uns so sehr, trippen wir so sehr, dann sind wir weit weg, so wie jetzt, wo wir jetzt drüber sprechen, sind wir ganz weit weg von dem, was wir vorhatten, zeigen, was ist. Jetzt sind wir nur im Spekulieren so. Und das machen wir, weil wir versuchen wollen zu verstehen. Aber ich meine, manche Dinge kannst du nicht verstehen. So. Es ist besser, darin zu fließen. So. Weil diese ganzen Analysen, die entfernen uns wiederum so. Dann, kann man die ganze Nacht diskutieren. Aber es entfernt uns eben von dem, was ist. Da haben wir vorher drüber gesprochen, ja, mit dem Einspieler von Billy Six. Ich merke auch, wie es im Chat hin und her geht. Nein. Also wirklich, wie sich die Dinger um die Ohren gehauen werden und so. Jetzt und ist so wir genau das. So. Ja, ja, das ist ja. Die ganze Zeit so. Und wir sind nicht mehr bei dem, was ist. Der obszöne Krieg, der läuft, aber wir sind jetzt mal wieder bei den Dingen. Da kann man so endlos hängen und da werden wir nie irgendwie letzten Endes eine Lösung finden. So. Nee, genau, das ist ja dieses Dilemma. Es wird so schnell eine Lösung in diesem Konflikt leider nicht geben. Ja, noch eine Menge Streit vorprogrammiert auf allen Seiten. Wichtig ist ja dabei auch nicht das Wesentliche aus den Augen zu verlieren, dass egal, wer da jetzt recht hat, ja, es spielt gar keine Rolle. Es ist völlig wurscht, wer recht hat. Ja. Nicht, dass man sich dann daran noch irgendwie entzweit. Ja, da hat Corona schon viel Vorarbeit geleistet. Da muss man jetzt sich nicht noch über irgendeine Rechthaberei zu diesem Krieg entzweien lassen. Denn wo wir uns einig sind, der Krieg ist scheiße und wir würden uns alle wünschen, wenn er alsbald vorbei wäre. Ja. Und wie gesagt, über die Details will ich mich gar nicht mehr so streiten. Ja. Welcher Frontabschnitt, der da gerade irgendwie wie gut aussieht und wo wie viele Leute eingekesselt sind, die dann demnächst wieder in Gefangenschaft im besten Falle geraten und so weiter. Ich will es mir gar nicht mehr geben, weil da frage ich mich wirklich, wozu diese Analyse? Wohin führt diese Analyse? Wenn die Grundaussage, das ist alles falsch, was da läuft und Menschen verachten, wenn sich daran im Grunde ja überhaupt nichts ändert, ne? Egal wer da gerade militärisch die Oberhand hat. Und ich habe auch keine Glaskugel, ja. Ich weiß nicht, wie der Konflikt ausgehen wird. Ja? Die Ukrainer wollen ihr Land befreien. Die Russen können aus vielen nachvollziehbaren Gründen jetzt gar nicht mehr irgendwie zurück. Ja, zumindest nicht diese Regierung. Und deswegen wird dieses Drama und das Sterben leider noch eine ganze Weile weitergehen. Ne? Was wir auch alle. Darin sind sich leider alle Analysten auf allen Seiten einig. Und das ist, naja. Aber das ist doch schlechte Außenpolitik, wenn du dich in eine Situation manövrierst, wo du nicht mehr rauskommst. So ähnlich wie in Deutschland, man ist oft genug schlechte Außenpolitik, die dich dann in Kriege reinzieht, wo du dann, oder die zu Kriegen führt, und dann kommst du da nicht mehr raus aus der Nummer. Es war von Anfang an, das habe ich von Anfang an gesagt, das ist ein Riesenfehler von Putin. Riesenfehler. Und das kann Russland nur schaden und man sieht es immer deutlicher. Na, der Hammer war ein bisschen zu groß, den er geschwungen hat. Ja, hätte bei den Volksrepubliken, die um Hilfe gebeten haben,
belassen sollen. Ja. Dann wäre das Ganze vielleicht sogar im Endeffekt noch positiv für die Russen ausgegangen, jetzt im Moment. Und ja, man kann viele Argumente ins Feld führen, warum die Russen da vielleicht noch irgendwie irgendwas gewinnen können oder das noch ewig in die Länge strecken können. Und ja, es gibt mit Sicherheit auch Vorteile auf anderen Gebieten. Es erschließen sich neue Allianzen. Alles richtig, aber im Großen und Ganzen ist es doch echt, wenn man in Anbetracht dessen, was wirklich ist, mal, wenn man dieses ganze Geopolitische und die ganze Gründe mal einfach weglässt und einfach schaut, da fliegen jeden Tag Bomben auf Menschen. Ja, das ist das, was dann plötzlich wird es zur Realität. Ja, alles andere ist doch nur Gelaber und Diplomatie und Verträge. Das ist eigentlich nur so ein intellektueller Streit, der da auf der einen Seite stattfindet. Und wenn der plötzlich eskaliert, dann wird es ein realer Streit mit realen Gliedmaßen, die durch die Gegend fliegen. Ja, das ist der Unterschied, den meiner Meinung nach viele nicht mehr erkennen. Wie hieß es immer so, die Kriegsgeneration, wenn die dann letztlich ausgestorben ist, dann ist das Bewusstsein weg, was Krieg wirklich bedeutet. Ja? Die Mahner, die sind dann weg, ja? Die mit erhobenen Zeigefinger sagen, lasst es sein, Krieg ist scheiße. Ja? Wenn die alle ausgestorben sind, die das miterlebt haben, diese Tragödien des Zweiten Weltkrieges, ja, dann kann es von vorne losgehen. Und man hat eben das Gefühl, und hier erkenne ich tatsächlich einen gewissen Zyklus, weil das eben jede dritte Generation aufs Neue erlebt. Ja, sobald die Großeltern Kriegsgeneration ausgestorben ist, machen die Enkel und Urenkel denselben Scheiß von vorn. In meiner Wahrnehmung. Aber weiß ich nicht, ob man das jetzt historisch durch alle Generationen so durchdeklinieren kann. Das wage ich zu bezweifeln. Früher waren Kriege auch ganz anders. Also wenn du jetzt wirklich von früher redest, so Mittelalter oder sowas, da waren Kriege nicht so wie jetzt, da gab es keine Wehrpflicht und solche Sachen. Also wenn Krieg in deiner Stadt war, war es natürlich blöd und so, aber alles bis vor den 30-jährigen Krieg, da hast du es oft gar nicht mitbekommen. Du warst als einfacher Mensch, hast du höchstens da irgendwie Frondienste geleistet, aber du warst da gar nicht würdig, irgendwie auch eine Waffe anzufassen. Ne? Also erstmal, Entschuldigung, dass ich gerade gegähnt habe, das war nicht wegen deiner Aussage, Frank, sondern ich habe einfach Low-Energy-Tag heute, es war viel Action und viel zu tun, aber der Vortrag von gestern, Guido Grass, The Great Reset aus der Schweiz, hat einen Vortrag gehalten, ging es auch um Finanzthemen, aber der hat auf einem Chart, auf einer Grafik gezeigt, dass eben alle 80 Jahre in den letzten Jahrhunderten ein großer Reset kam. Jetzt nicht so wie Klaus Schwab, aber dass es da immer eine große Umwälzung gab. Ich kann es jetzt nicht aus dem Gedächtnis, was da das Einzelne war, aber es war immer so in einem 80er-Jahre-Schritt. Und wir sind jetzt eben genau wieder nach 1900, wann war das jetzt? 42, 22. Also wir sind jetzt wieder in so einem Zeitraum, wo es eigentlich soweit wäre, dass man quasi auf den Knopf drückt und das System neu bootet, neu startet, neu aufsetzt. Und es gibt jetzt nicht wenig Analysten, die genau diese Dinge sehen, dass also Corona mehr oder weniger jetzt der Startschuss war für diese ganze Geschichte, die Menschen in dem jetzigen Zeitalter mit der jetzigen Technologie, mit dem jetzigen Bewusstsein in eine Richtung zu schieben. Und manch einer meint auch, dass das Klimathema jetzt das Ganze dann weiter voranschieben wird und von Contagion, also von Operation Contagion, will ich jetzt gar nicht erst anfangen, was die üblichen Verdächtigen wie WHO und Schwab da sich schon wieder ausgedacht haben. Also die großen geopolitischen Umwälzungen, die vielleicht gerade jetzt durch den Krieg angeschoben werden, da bin ich mal gespannt. Ja, also wir sind mittendrin, wir sind in der ersten Reihe. Nein, erste Reihe sind wir nicht. Wir sind eher im Foyer oben, gucken von oben runter. Erste Reihe ist an der Front. Da wird gerade die Welt neu gestartet. Also ich habe da wirklich eine komplett andere Perspektive drauf. Aber hier das mit diesem Zyklus, was du so angesprochen hast, das ist so interessant, weil das ist doch so ähnlich, oder Robert, wie diese Shemitah-Tradition bei den Israeliten, bei den Hebräern. Kennt ihr das? Da gab es so ein Jahr. Shemitah ist ein hebräisches Wort. Und das geht auch, das steht schon im Alten Testament drin. Da ist schon diese Idee von Shemitah. Und da ist es irgendwie das siebte Jahr vom siebten Jahr, bla, irgendwie so alle 70 Jahre. Es geht immer um die sieben. Wie Christine Lagarde gesagt hat, remember the seven. Und da ist, glaube ich, so die Idee, dass nach 70 Jahren man sozusagen eben, ja, ein Reset machen muss. Das hat man wohl damals zu Zeiten der alten Hebräer, Altes Testament,
damals schon so gehandhabt, ja, dass sozusagen nach 70 Jahren, das sind dann ungefähr 3 Generationen, also so schon wie es Frank auch gesagt hat, dass da sozusagen man wieder Tabula Rasa macht und Schulden werden erlassen und Verträge enden dann und so weiter, sodass es wieder neu starten kann. Und das spiegelt sich ja auch durchaus wieder, also das im Mittelalter, bei uns im europäischen Mittelalter, in diesen Währungen, die ständig neu wurden, das waren in jeder Stadt wieder anders. Es gab ja ganz viele Währungen. Aber grundsätzlich waren die Währungen daran gekoppelt an die Obrigkeit. Und wenn halt der Fürst oder der Herzog oder der König oder der Bischof oder der Papst, wenn jemand von denen halt gestorben ist, dann gab es eine neue Währung. Da wurde alles Geld wurde eingezogen und die alte Währung war einfach obsolet. Die hat natürlich immer noch Materialwert gehabt, halt ein Stück Silber. Aber da wurde neue Währung rausgegeben, sodass auch dieses Akkumulieren von Kapital dann da nicht so einfach war. Und dieser Gedanke ist schon interessant. Ob wir das jetzt allerdings erleben, wage ich zu bezweifeln, weil der Gedanke, der da dahinter steht, hinter diesem Chemieter, ist ja, dass es eben nicht dann irgendwann sich akkumuliert zu Großkapitalisten-Hochfinanz. Aber die Idee ist interessant, finde ich. Deswegen wollte ich es noch reinschmeißen. Ja. Ich habe gerade gesucht, und zwar aus der Präsentation, die ich gestern Abend gehört habe. Und zwar hat er da auf eine Crisis Theory von Howey und Strauss ist er da eingegangen. Und ich kann euch diesen Chart auch mal gerne zeigen, weil das wird ja dann sowieso demnächst veröffentlicht mit dem Vortrag vom Regentreff. Und zwar ist das dieser Chart hier. Dann könnt ihr da auch mal mitgucken. Also das ist eine Theorie von diesen beiden offensichtlich. Also es ging darum, amerikanische Revolution 1773 bis 1794 mit dem Höhepunkt 1781. 82 Jahre später war der US-amerikanische Krieg 1863, wo eben auch 63 hier mit der Höhepunkt war. 79 Jahre später, dann kommt die große Depression 1929. Wir wissen es noch von der großen Weltwirtschaftskrise Black, wie hieß das, Friday? Oder nicht Black Friday, sondern da gab es kennt ihr die Bezeichnung für den 1929er Börsencrash? Da gibt es irgendwas mit Schwarzer Freitag, aber ich hatte irgendwas von Black Friday mit Sonder Super Sale jetzt irgendwie im Kopf, aber egal. Ja klar, da fallen die Preise, da fallen die Kurse. Ah ja, jetzt ist klar, jetzt ist die Super Sale Black Friday, klar, alles klar, jetzt habe ich die Verbindung auch geschaffen. Die Transferleistung muss man auch erstmal hinkriegen, ja. Und ich bin dann solche Dinge finden übrigens fast immer am Freitag statt, weil danach dann eben das Wochenende ist, ja. Die Banken zu haben. Deswegen passieren solche Crash meistens am Freitag, ja. Naja, und hier der letzte Punkt, halt die große Depression ausgelöst durch den Black Friday bis ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, bis es dann wieder losging, ja, und auch da Höhepunkt, ich weiß nicht, warum man da jetzt den Peak auf 1942 gesetzt hat oder warum die das da sagen, was war 42? Da kam in Normandie, war 44, 42 war kurz nach Pearl Harbor, wurscht, auf jeden Fall 80 Jahre wären wir theoretisch jetzt wieder so weit, dass da mehr oder weniger dieser Zyklus sozusagen jetzt wieder. Tja, und was ist es mit Prognosen, ist immer schwierig, vor allem wenn es die Zukunft betrifft, ja, so. Da, ich meine, diese Idee, dass es so Zyklen gibt, das ist ja nichts Neues. Da gab es ja auch hier von Oswald Spengler in den 1950er Jahren ist das geschrieben worden, Der Untergang des Abendlandes. Mhm. Das ist eines der bedeutendsten kulturphilosophischen Bücher des 20. Jahrhunderts. Riesending, fetter Wälzer. Das ist auch echt ein schwieriger Read, aber hochinteressant. Und der Untertitel heißt, glaube ich, so eine Morphologie der Geschichte. Und da ist auch so die grundlegende These, ist, dass sich alles in so zyklischen Abläufen abspielt und jede Kultur, und der geht dann echt, hunderte Seiten rein, so eine Kultur halt zu definieren. Was ist eigentlich die Zivilisation des Abendlandes? Und aber grundsätzlich sagt er halt, dass so Kulturen aufsteigen, irgendwann ihren Peak haben und dann zwangsläufig nach unten gehen. Dass man das auch niemals aufhalten kann und dass das eben, wenn du letztens diese ganze Mechanik dann verstanden hast, das sagt er selbst wortwörtlich so, dann kannst du irgendwann Geschichte voraussehen. Und da gibt es dann keine Zufälle mehr. Und das ist, wo ich dann wiederum mir denke, ja, bei aller Brillanz und so weiter. Und natürlich, wir kennen Rhythmen und Zyklen aus unserer Lebensrealität, aus der Natur. Manche Dinge kannst du natürlich vorhersagen, so Jahreszeiten können wir vorhersagen. Aber was da immer fehlt, ist aus meiner Sicht, oder was halt immer nicht da ist, ist, dass es einen Spirit gibt. Etwas, was du eben nicht berechnen kannst. Etwas,
was völlig größer ist als der Mensch, was du nicht so einkalkulieren kannst, etwas, was ein Chaosfaktor ist. Du hast auch da immer Ordo und Chao, du hast Yin und Yang. Und die zu glauben, dass alles mechanisch läuft und alles einem Plan folgt und dass das letztens sogar Naturgesetz ist, wie es eben ein Oswald Spengler sagt, Geschichte ist ein Naturgesetz. Das ist einfach, da kommst du nur drauf, wenn du die andere Seite, diesen Spirit, dieses chaotische Moment, dieses Unplanbare, wenn du das halt komplett auskammerst. Das ist letztens die alte, so eine alte maurische Weltsicht, so ein mechanisches Weltbild. Also ich beschäftige mich ja auch mit solchen Dingen und versuche mir das immer von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln zu erarbeiten. Und für mich ist dieses Zyklische eigentlich absolut grundlogisch, ja, so als Sinnhaftigkeit dieses ganzen Universums, wenn man das so will. Und egal, womit ich mich beschäftigt habe, ist es immer wieder in diese Richtung gegangen. Jetzt aktuell ist es wieder eher so das physikalische Weltbild von Burkhard Heim. Und auch da findet man es eben. Er hat halt die fünfte und sechste Dimension beschrieben als etwas, was man nur formal begründen kann, mathematisch schlecht beweisen kann, weil die Mathematik wiederum nur ein Teil der fünften Dimension ist, die niemals das die ganze beschreiben kann. Und er hat es so ausgedrückt, oder der Hannes Schmidt, der sich mit ihm beschäftigt hat, hat so ausgedrückt, in der fünften Dimension ist sozusagen die Struktur, wie Materie miteinander harmoniert und so weiter, wie das überhaupt so funktioniert, aufgebaut. Und in der sechsten Dimension hat man das Ziel, wo die Struktur überhaupt hin will. Also die Struktur so als Ideenwelt, ja, als Traumwelt, als der Raum, wo alles möglich ist, also die geistige Welt, wenn man so will. Und dann noch eine höhere Dimension, was dem Ganzen sozusagen erstmal wie ein Motor ein Ziel vorgibt, damit das Ganze überhaupt in Bewegung geht. Und das ist, kann man jetzt philosophisch oder physikalisch betrachten, aber auch da sehe ich schon wieder so den Hinweis darauf, dass das Ganze eben nicht chaotisch ist. Und selbst dieses Yin-Yang-Prinzip, dieses Ordo ab Chao, oder die Entropie, die sich immer irgendwie gegenübersteht mit der Energie, wenn man das rein materialistisch betrachtet, dann kann man diese Zyklen natürlich bestenfalls messen und Analogien herstellen, so wie Robert das gerade mit der Grafik gemacht hat, und dann vielleicht irgendwelche Muster erkennen. Ja, aber wenn man dann immer nur so ein kleines Puzzleteil sieht, kann man niemals den ganzen Sinn dahinter extrahieren, den wir niemals in der Lage sind, als Individuum zu verstehen. Ja, daran kann man halt glauben, darüber kann man philosophieren. Da wird es niemals noch richtig oder falsch geben und auch niemals den mathematischen Beweis. Deswegen ist es immer pure Spekulation. Und tatsächlich ist es im Endeffekt, trotz aller Wissenschaft und Erkenntnisse, die wir im 21. Jahrhundert haben, eine Glaubenssache. Ja? Dein Weltbild ist eine Glaubenssache. Religion zeigt das ja schon sehr deutlich. Ja? Mehr als die Hälfte der Menschen hängt an der Religion, und das teilweise wirklich auch sehr alltagsbestimmend. Ja, im Christentum jetzt nicht unbedingt, da ist es nur ein Wochenrhythmus, aber in anderen Religionen hast du einen 5-Stunden-Rhythmus mit dem Gebet. Ja, und das ist dann schon ein krasser Einfluss auf dein Leben. Jetzt habe ich mich schon wieder... Ich würde euch wirklich empfehlen, also auch dir, Frank, Mann, ich weiß, es ist schwierig, heute zwei Bücher zu lesen, das ist so eine Schwatte, aber hey, sollte doch der Blackout kommen, ey. Als Prepper besorgt euch auch schon mal Oswald Spengler. Vielleicht hast du dann die Zeit, das zu lesen, so, hast nichts anderes zu tun. Wahrscheinlich hat man da ganz viel zu tun, ne? Aber, mit drei Kindern im Blackout hast du, glaube ich. Ja, total viel zu tun, man kommt überhaupt nicht zur Ruhe. So wäre die Wirklichkeit. Aber hey, der Buchtipp wäre echt so, es ist so spannend, es ist ein so intelligentes Werk und würde so eure Argumentation noch so viel mehr Futter geben. Andererseits ist es auch schon über 100 Jahre her, und viele von den Prophezeiungen, die er aus, nicht Prophezeiung, sondern es ist Wissenschaft, hat er gesagt. Ähnlich wie auch ein Karl Marx, es ist Wissenschaft, es ist nicht eine Prophezeiung, es ist nicht Glauben, es ist Wissenschaft, weil man hat glaubt, man hat verstanden, wie im Innersten halt die Mechanik des Lebens ist. Viele von den Vorhersagen sind halt dann doch nicht eingetreten. Das haben wir 2022, und ja, wir besingen immer noch den Untergang des Abendlands, aber hot damn, wir leben immer noch hier, also. Wobei es ja nicht heißt, dass man dort, also Untergang des Abendlands wird auch falsch verstanden. Und jetzt gebe ich das selber auch noch so falsch rüber. Aber eigentlich geht es da nicht darum, dass dann alles brennt und wir wieder mit Keule durch den Wald rennen. Davon redet dieses Buch gar nicht. Ja.
Aber kann ich nur jedem empfehlen, Oswald Spengler. Wirklich, wenn ihr echt mal ein herausforderndes Buch haben wollt, ist wirklich hochintelligent und lernst so viel. Ey, der bringt da so viele Beispiele aus der Menschheitsgeschichte. Also es ist hochinteressant und für jeden viel, viel kannst du rausnehmen. Aber brauchst ein bisschen Zeit. Ja, ich habe jetzt ja gerade mal auf unsere Abstimmung geloopt. Ich wollte es gerade gucken. Ja, genau. Wie die Abstimmung ist ja noch im Rennen hier, gell? So. Tatsächlich, und? Ja. Ich weiß also jetzt nicht, ob ich das mit beeinflusst habe, weil ich das zum ersten Mal dann gesagt habe, aber gerade eben führt KrankenschwesterInnen mit 31% bei 3.340 abgegebenen Stimmen. 31% ist viel. Genau, mit Hitlern haben wir auf Platz 2 und Platz 3 teilen sich im Moment digitales Bargeld und Doppelbooms. Also bitte noch eine Entscheidung finden bei diesen beiden. Dass wir, aber wir können ja auch die vier. Ja. Ich finde, die alle vier irgendwie haben die was, weißt du? Wenn man sich aus den vieren dann das Beste raussucht und das dann einreicht. Ich habe den Link bei YouTube direkt unter dem Video hier gepostet. Dort kann man das über eine digitale Maske ausfüllen und damit ist es schon eingereicht und geht damit auch in die Statistik ein, ja, auf die wir uns dann besonders freuen. Wenn wir dann im Februar, nachdem dann Klimajünger, ja, oder Klimakleber das Unwort des Jahres geworden ist, ja, interessiert es mich dann, wie oft digitales Bargeld oder KrankenschwesterInnen eingereicht wurde von unserer Community. Das werten wir dann im Februar wieder schön statistisch aus, ja, und freuen uns, dass das Unwort des Jahres, dass bei dieser Aktion plötzlich die Teilnahme sich verzehnfacht hat. Ja, weil im Endeffekt ist es ja so. Wollen wir das so machen? Ja? Nehmen wir diese vier Worte, KrankenschwesterInnen, Doppelwumms, mit Hitlern, digitales Bargeld. Hier jetzt nochmal offiziell der Aufruf. Eins von diesen vier Worten sucht euch aus unter dem Link, unter diesem Video, einreichen bei Unwort des Jahres. Analyse des Ergebnisses dann in 10 Wochen. Hier im Homeoffice. In 10 Wochen. Pi mal Daumen. Wenn wir noch Strom haben. In Sendung 312. Kommt sogar hin. Das heißt, wir haben auch demnächst auch mal schon Sendung 300, oder? Ja. Ich meine, im Moment ist ja so der Fokus bei uns ja auch, es geht zum Jahresende, dann hat man natürlich Familie, bla, aber es gibt auch den Jahresrückblick, das sind so die typischen Sachen, die so am Jahresende sind. Dann diese komische Zeit zwischen den Jahren, sagt man da immer, aber kurz danach, wenn dann das Neujahr ist, wann kommt das irgendwann? Haben wir dann Sendung 300? Am 8. Januar. Und ich habe keine Ahnung, was wir da machen. Januar schon, das ist ja da ist dann der Erwartungsdruck wieder so groß. Wenn jemand eine gute Idee hat, was wir da machen, einen Zuschauer-Video-Aufruf möchte ich diesmal nicht machen für die Sendung 300. Weil der letzte Aufruf für unsere Jahresrückblicksendung auch nicht besonders erfolgreich war. Aber immerhin, wir haben jetzt schon 2 Videoeinsendungen erhalten. Ne? Also Leute, hier auch nochmal der Aufruf. Wenn ihr nette Neujahrsgrüße für die Community habt, sendet sie uns in einem kurzen Video und wir bauen die gerne mit in unserer großen 5-stündigen Jahresrückblick-Silvester-Show mit ein. Ne? Was uns dazu geschickt wurde bis jetzt, ist sehr nett, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, nette Grüße von Zuschauern an die Zuschauer oder auch an uns, freuen wir uns natürlich auch. Aber noch nicht abendfüllend. info@nuviso.tv, an diese E-Mail-Adresse bitte eure Videos schicken für den großen Jahresrückblick. Und was wir in Sendung 300 machen, ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir einfach mal ganz normal, so als wäre nichts. Also, ja, ist ja auch nur eine Zahl. Leute, zum Schluss habe ich doch noch etwas gefunden, was also auch auf die Mitarbeit der Zuschauer hin fordert. Es geht um einen Fahndungsaufruf von der Polizei aus Krefeld. Und zwar ist dort die, ich lese mal vor, in Krefeld wurde die Fressnapf-Filiale überfallen. Die Polizei hat dieses Fahndungsfoto veröffentlicht. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Also wir rufen unsere Community auf. Wer kennt die Täter? Aktenzeichen XY, die Fressnapf-Filiale in Krefeld. Die Täter sind momentan flüchtig mit einem Honda-Kennzeichen. Nicht genau. Ich fand dieses Bild einfach so geil, wo ich das gesehen habe. Das könnten genau meine 3 Stinker sein und denen würde ich das auch zutrauen, wenn die irgendwie mit ihrem Pfötchen den Schlüssel umdrehen könnten, dass die das machen hier.
Also, wie die mich gerade anguckt hier unten, ich weiß genau, wer gemeint ist. Großartiges Bild. Ja, ich habe mich kaputt gelacht, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und ich dachte, mit diesem kleinen Joke am Schluss verabschieden wir uns dann auch aus der heutigen Runde, bevor mein Kopf jetzt komplett auf die Tischplatte knallt hier. Danke. Ich wollte gerade noch anregen, genau, dass du noch das andere tolle Foto, was dir ein Zuschauer zugeschickt hat, nach deinem Aufruf der letzten Sendung, genau, die übrigens, wollte ich auch noch loswerden, hervorragend war, ja. Stoner und ich, wir waren ja verhindert, ja. Stoner steckte im Stau, ich saß in Avatar 2. Oh, noch ein Fass aufgemacht. Und deswegen waren in der letzten Sendung der Aaron und der Tom Oliver Regenauer als Vertretung quasi hier. Und das war ja bombastisch gut. Ja, das war mal richtig schön anzuschauen, ja, ohne mein eigenes Gequassel. Und der Tom Oliver, der hat ja wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Sehr brillanter Rhetoriker. Und von dem würde ich gerne öfter was sehen. Ja. Fand ich richtig gut. Wollte ich noch sagen. Und Frank, die haben uns rausgeredet. Wir sind bald raus, weißt du. Kommt das neue Jahr, da kommt irgendwann von oben so, Jungs, ihr habt eure Chance gehabt, ja, es gibt bessere. Wer die Sendung verpasst hat, der hat eben auch nicht mitgekriegt, dass ich da irgendwo, ich habe darüber philosophiert, dass wenn man heutzutage die Heizung einschaltet, dann müsste dann eigentlich direkt neben der 1 bis 5 am Thermostat, müsste eigentlich gleich ein Euro dran sein. Und ich so, hey, schickt uns doch mal ein Foto, das könnte doch jemand machen. Und zack, direkt am nächsten Tag hatte ich in der Mail dann auch schon dieses Bild drin, also wirklich genial. Ein unserer Zuschauer hat dann hier, das ist glaube ich auch sogar mit Photoshop gemacht, wenn ich es richtig sehe, so richtig mit Wölbung und also richtig geil gemacht. So sieht es dann aus, wenn wir heizen in Zukunft. Also vielen Dank an den edlen Spender von diesem großartigen Werk. Das ist für mich auch eins der besten Bilder. Vor allem, weil ich in den letzten Tagen hier jedes Mal zwischen 2 und 3 mindestens war, mindestens. Gerade hier unten, und da denkst du dir dann immer, um Gottes Willen. Da bin ich eigentlich ganz froh, wenn dann nächste Woche plötzlich 12 Grad dastehen. Dann ist zwar der Schnee weg, aber ich kann dann wieder auf 1 Euro zurückfahren. Geht uns ja allen dann so. Danke nochmal nach draußen. Ja, wunderbar. Und danke an euch. Frank, gibt es noch irgendwelche Hinweise wichtiger Art, was ansteht? Ja, wer noch keine Geschenke hat, der sollte sich jetzt aber wirklich langsam ranhalten. Ja, bald ist Weihnachten, 4. Advent, 4 Kerzen brennen schon. Ja, genau, was haben wir? Wie heißt es so schön, ja, wenn das 5. Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Also nächsten Samstag ist schon soweit. Programmhinweis, und da kann ich dann gleich auch nochmal auf unser Laufbanner hier hinweisen. Wer das nämlich schon hat, ein Premium-Abo bei Nuviso, kann auch schon das Interview sehen mit Dr. Jonas Tögel, das ich vor kurzer Zeit, vor kurzem geführt habe. Cognitive Warfare ist das Stichwort. Und dieser junge Wissenschaftler, wirklich ein echt junger Mann noch, hat zu diesem Thema geforscht und auch promoviert zu Thema Propaganda. Und dieses Programm, was die NATO 2020 aufgelegt hat, das ist wirklich spannend. Also da gab es ein paar Punkte, wo ich echt auch selber gemerkt habe, so ui, obwohl ich das Thema schon lange versucht zu durchdringen, so wissenschaftlich, akademisch, wie der das macht, ist das ganz neu. Und das möchte ich allen ans Herz legen, die das noch nicht kennen. Und diejenigen, die eben ein Premium-Abo haben, können das ab jetzt schon. So, das habe ich auch gesagt. Ist das so? Ich suche das gerade. Wie heißt das? Oh, sorry, dann ich habe es ganz vergessen. Dann hier Anweisung aus dem Cockpit an die Redaktion. Guck mal. Muss man auf die Webseite oder guck was? Guck mal, das ist, ich habe es schon hochgeladen, alles komplett die Tutti. Ah. Und wirklich ein großartiges Gespräch, das ich jedem ans Herz laden kann. Und wahrscheinlich wird es in kürzester Kürze verfügbar sein, wenn ich dann dem Frank dann nochmal den Hinweis, ja. Danke. Ja, da muss ich ja noch ein Samenmehl machen und so weiter und so fort. Also ja, okay. Gut, aber danke für den Hinweis. Entschuldige bitte, dass das irgendwie untergegangen ist, weil das war neulich noch kurz vor knapp. Als das alles bestens. Ja. So sieht es dann bei uns aus. Ja? Wenn 1000 Leute miteinander telefonieren, dann fällt das auch mal hinten runter. In diesem Sinn, also, ich drücke auf den Knopf. Stoner, schönen Start in die noch Winterwoche in Chemnitz und das Gleiche für euch auch. Baut noch ein bisschen Schneemänner mit euren Kindern und bitte gendergerecht, ja, also die Karotte dann unten hin, hat es geheißen. Okay.
Lass mal so stehen. In diesem Sinn, also, ich drücke auf den Knopf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht es gut. Schöne Woche und euch allen. Euch allen alles Liebe. Bis dann. Ciao.